5600 Läuferinnen und Läufer waren bei der Marathonpremiere im Jahr 2002 hier in der oberösterreichischen Landeshauptstadt mit dabei. Und im Jahr 2018 sind es zum zweiten Mal über 20.000. Grüß Gott und herzlich willkommen zum 17. Oberbank Linz-Donau-Marathon hier direkt vom Startbereich bei der Föst-Autobahnbrücke, wo sich im Hintergrund ja bereits, wie Sie wahrscheinlich sehen können, tausende Läuferinnen und Läufer auf den Start dann um 9.30 Uhr vorbereiten. Ja, zum zweiten Mal nach 2016 ist die 20.000 Läuferinnen und Läufer Schallmauer geknackt worden. Begrüße den verantwortlichen Marathonkoordinator Wolfgang Lehner. Schönen Vormittag. Gratuliere vorweg zu dieser geknackten 20.000er Schallmauer. Es hat in den letzten Tagen noch irrsinnig viele Nachnennungen gegeben. War es das schöne Wetter? Wie ist es zu erklären? Naja, es sind mehrere Faktoren, die hier in Frage kommen. Zum einen ist natürlich die Wetterprognose perfekt und andererseits das Feeling, kurzfristig dabei zu sein, ist sicherlich ein Faktor, der manche oder viele bewegt. Es waren immerhin über 800 Nachnennungen am Freitag und am Samstag. Würde natürlich jetzt ein neuer Streckenrekord perfekt ins Bild passen. Der hatte bereits einige Jahre auf dem Buckel. 2:07:33, aufgestellt vom Ukrainer Alexander Kuzin im Jahr 2007. Ja, wie realistisch würden Sie denn heute aufgrund der Witterung auch diesen neuen Streckenrekord, wenn er denn geknackt wird, einschätzen? Ja, aber ich denke, so gut wie heute passen die Rahmenbedingungen schon lange nicht. Das Wetter ist perfekt, die Temperatur passt. Ich habe gehört, die Läufer sind topfit, top motiviert. Eigentlich müsste es heute klappen. Einen müssen wir natürlich heute herausgreifen, Geoffrey Mutai, schnellster Mann, der bis dato jemals in Österreich bei einem Marathon am Start war. Unglaublich, was der schon auf seiner sportlichen Visitenkarte stehen hat, hat Boston gewonnen, hat Berlin gewonnen, hat zweimal New York gewonnen, hat eine persönliche Bestleistung von 2:03:02, war aber verletzt. Wie kann man das einschätzen? Wie gut ist er schon wieder drauf? Ja, einerseits ist es eine große Auszeichnung, dass so ein Läufer für Linz gewonnen werden konnte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, er hat die Verletzungen, soweit ich weiß, sehr gut überwunden, hat top trainieren können, hat seine eigenen Pacemaker mit. Also es müsste eigentlich gut laufen heute, aber wir werden sehen um 11.35 Uhr am Hauptplatz, ob wir recht gehabt haben. Begrüße auch einen Mann, den man gut kennt in der Leichtathletik-Szene, immer noch österreichischer Marathon-Rekordhalter, Günther Weidlinger, der ja hier das Elitefeld beim Linz-Donau-Marathon zusammengestellt hat. Ja, Geoffrey Mutai, wie fit ist er schon wieder? Was kann er heute bringen? Ich habe ihn gerade kurz vor ein paar Minuten noch gefragt, wie es ihm geht. Er sagt, er ist topfit, er ist heiß, er will 3:01 die ersten Kilometer anlaufen und wir werden schauen, was dann passiert. Wie gut ist es auch, dass dieses Elitefeld, das Sie zusammengestellt haben, sehr, sehr ausgewogen ist. Es ist ja neben Geoffrey Mutai noch eine Phalanx Kenianer hier und heute am Start. 6 unter einer persönlichen Bestleistung von 2:10:00. Wie gut ist diese Ausgewogenheit, dass man dem Geoffrey Mutai da auch hilft? Das ist ganz wichtig. Also je länger die zusammen sind, desto besser ist es. Sie können sich gegenseitig helfen und vor allem ist dann die Konkurrenz belebt. Reden wir noch kurz über den Österreicher, Lemerwalk Getema, der sich da heute einiges vorgenommen hat. Es geht um das EM-Limit für Berlin im Sommer. 2:17:00, aber da könnte, sollte, dürfte eigentlich mehr gehen. Ja, also ich glaube, das EM-Limit, das ist einfach nur das Minimalziel und er möchte auf jeden Fall 2:13:00 laufen, das heißt auch persönliche Bestleistung. Auch da werden wir schauen, was passiert. Ich habe extra 2 äthiopische Pacemaker für ihn besorgt, damit er sich gut mit ihnen verständigen kann. Sie werden wieder im Führungsauto Platz nehmen. Wie kann man da noch einwirken, wenn man ja die Zeit mitlaufen sieht? Ja, natürlich nicht allzu viel, weil man die Leute nicht ganz genau kontrollieren kann. Aber ich habe auch einen Manager mit dem Auto, der die Pacemaker stellt und der die Pacemaker dann auch kontrollieren versucht. Und ich werde natürlich mit Händen und Füßen versuchen, die Athleten zu leiten. Inwieweit kann man da in irgendeiner Form noch antreiben, schneller machen, wenn man ein paar Sekunden hinter der Zwischenrekordmarke ist? Ja, es gibt natürlich ausgemachte Handzeichen, wie es laufen soll und das werde ich dann natürlich auch auspacken. Also ich werde nicht nur still im Auto sitzen, sondern mich auch außerhalb des Autos ein bisschen bewegen. Dann wollen wir den Günther Weidlinger gleich entlassen, weil der muss schnell ins Führungsauto kommen. Danke Günther. Ja. Gestern hat dieses Marathon-Wochenende hier in Linz bereits begonnen mit den Kleinen und mit den Kleinsten. 3 bis 17 Jahre, das sind jene, die auf der Linzer Google beim Junior-Marathon am Start waren. Marathon-Koordinator Wolfgang Lehner, ist ja auch Tradition bereits in Linz, dass man hier die Kleinen, die Jugendlichen bereits mit ins Boot nimmt und hier die Laufbegeisterung bereits entfacht. Ja, der Junior-Marathon war bereits auch die 17. Auflage.
Wir haben ganz klein begonnen am Hauptplatz, sind dann in den Donaupark gewandert und schlussendlich im Stadion gelandet, wo die perfekte Location für unsere Kleinen und Jugendlichen ist. Und man sieht es, mit welcher Begeisterung diese Jugendlichen am Werk sind und mit welchen strahlenden Augen die Medaillen entgegengenommen werden. Ja, und die Bilder und Impressionen des laufenden Nachwuchses bei Prachtwetter gestern beim Junior-Marathon auf der Linzer Kugel, die hat Hans Nussbaumer für uns zusammengefasst. Die Zeit und die Platzierung ist bei den Kindern noch nicht so wichtig. Die Freude an der Bewegung zählt für viele wesentlich mehr. Ja, eigentlich habe ich keine hohen Erwartungen, aber ich werde einfach mitlaufen und dabei sein ist alles. Doch ohne Vorbereitung geht es selbstverständlich auch nicht. Ich bin auch ein bisschen gerannt, so um die Häuser, wo ich so gewohnt bin. Und ich bin da jetzt auch unten auch noch gerannt, da im Stadion. Das heißt, du bist optimal vorbereitet eigentlich? Glaube ich schon. Ich habe immer Fußball gespielt daheim und ich bin auch ins Fußballtraining gegangen. Ich habe Fußball gespielt und habe letztes Jahr nur ein wenig Tennis gespielt. Also wir haben bei uns in der Gegend einen Fußballplatz und da bin ich immer hingerannt und da waren wir eben da dort und sind immer zurückgerannt und ich bin auch ganz viel geradelt gefahren und alles. Knapp 2500 Kinder in den verschiedensten Altersstufen haben auf der Linzer Kugel die Sohlen gewetzt. Wir merken, mit welcher Begeisterung die Eltern das annehmen, die Kinder das annehmen. Ich glaube, es ist großartig, wenn man wirklich die Stimmung sieht, wenn die Kleinsten, die nur eine Runde laufen sollten, tatsächlich in die zweite auch freiwillig gehen. Man sieht es heute hier, die jungen Menschen haben Spaß an Bewegung und Gesundheit ist etwas, was den Menschen Spaß geben sollte. Darum unterstützen wir diesen Marathon. Und der ehemalige Spitzenläufer Günter Weidlinger entdeckt jedes Jahr so manches Lauftalent. Ja, es sind einige Kinder dabei, die wirklich schnell gelaufen sind, die wirklich auch Talent haben zum Laufen und die auch die Freude vom Laufen so richtig versprüht haben. Hier spürt man immer diese unglaubliche Energie, diese Freude an der Bewegung und diese Erfolgsgeschichte wird natürlich von uns begleitet, medial. Es wird auch mitorganisiert und mitentwickelt. Der Linzer Junior-Marathon, möglicherweise ein Sprungbrett für eine große Laufkarriere. Ja, aber heute hier am Sonntag dreht sich natürlich alles um. Heute hier dreht sich alles um die Großen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Start. Und ja, mitten unter den Läuferinnen und Läufern, da ist auch unser Kollege Wolfgang Hüttner. Und der hat auch gesehen, dass das Lauffieber Politiker, Prominente aus Politik und Wirtschaft so richtig angesteckt hat. Die letzten 7 Minuten, jetzt gehen wir noch mal Gas. Wir sind hier im Startbereich, einen wunderschönen guten Morgen. Normalerweise erkennt man meinem Interviewpartner im Nadelstreifanzug und mit Krawatte, heute im sportlichen Outfit, der Linzer Bürgermeister Magister Klaus Luger. Sie laufen den Staffelmarathon. Wie haben Sie sich vorbereitet? Naja, im heurigen Jahr eher mehr mental als mit Spezialtraining. Der Terminkalender war ziemlich voll. Dass die 9,4 Kilometer mit Bravour erledigen. Herr Bürgermeister, irgendwann könnte mal kommen, der innere Schweinehund. Was macht man dagegen? Wie im Geschäft, weiterkämpfen, nicht unterkriegen lassen, an das Ziel glauben. Und so ein Marathon ist wahrscheinlich auch die beste Werbung für die Landeshauptstadt Linz. Das ist ein Freudentag in der Stadt. Überhaupt sollte ich den Lauf genießen, er sollte sich ansehen, wie schön das ist, laufen. Und ich hoffe doch, dass er ein Vorbild für viele andere Leute sein kann. Alles klar, Dankeschön, Gerhard Hartmann, und damit wieder zurück zu dir, Dennis.
Ich bin selber schon recht gespannt und das, was jetzt kommt, quasi die unmittelbare Startphase, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil das weiß ich, da hat man Prickeln überall unter der Haut. Wir sehen ja auch schon die Bilder vom Start, von der Föstbrücke. In knapp 3 Minuten geht's los und du hast es schon angesprochen, da ist das Kribbeln ganz besonders groß. Genau. Natürlich auch, nehme ich an, bei den Spitzenathleten. Bei den Spitzenathleten natürlich ganz genauso. Also ich war immer eine, die extrem nervös war. Das ist die Phase. Es ist jetzt die ganze Vorbereitung, die sich seit Monaten gezogen hat. Jetzt ist es soweit, du kannst nichts mehr verändern. Und du weißt aber noch gar nicht, wie es da geht heute, weil selbst beim Einlaufen, du hast noch keine Ahnung, wie es dich dann beim Wettkampf fühlen wirst. Du spürst es ungefähr ja, in die ersten 3 Kilometer. Und wir, während wir hier die österreichische Hymne hören, das ist auch immer etwas ganz Besonderes, wenn man da inmitten der Läuferinnen und Läufer steht und sozusagen sich mit der österreichischen Hymne einstellt. Das ist schon sehr was Emotionales, ja. So, und jetzt sozusagen beginnen die letzten Sekunden vor dem Start. Die Linzer Strecke, diese 42,195 Kilometer, bekannt schnell. Wir haben 7 Top-Athleten, die eine persönliche Bestzeit unter 2:10 zu Buche stehen haben. Und unter 2:10, glaube ich, erwartest du heute auch die Siegerzeit. Ja, also wie ich hergefahren bin jetzt, also Wetter ist derzeit wirklich optimal. Es ist kein Wind, es ist Gott sei Dank auch noch bewölkt, die Temperaturen sind derzeit noch nicht so hoch, also derzeit wirklich, also es kann sich natürlich noch wärmer entwickeln, aber so wie es momentan ausschaut, haben wir wirklich perfekte Marathonbedingungen, ja. Und die Strecke bekannt flach, 18 Höhenmeter, die Differenz auf der gesamten Strecke, der erste Abschnitt, wenn man so will, im Bereich Urfa ist wahrscheinlich auch der härteste, was die Höhenmeter betrifft. Und jetzt konzentrieren wir uns aber auf den Start. Da wird die Startflagge geschwenkt, der Prangerschütze ist bereit und wir warten eigentlich nur mehr auf den Schuss. In wenigen Augenblicken kann es losgehen und dann konzentrieren wir uns natürlich auf die kenianischen Spitzenathleten, die hier heute um den Sieg laufen werden. Ein Österreicher ist auch mit dabei, der ganz vorne zu erwarten ist. Das ist der Ketema Lemmerwerk mit seiner persönlichen Bestzeit von 2:14,23. Er möchte, hat angekündigt, unter 2:14 zu laufen. Auch da schauen wir natürlich mit Spannung drauf, wie es ihm geht. Wir hoffen das Beste. Er möchte sich ja für die Europameisterschaft qualifizieren, aber ich glaube, er hat es auf alle Fälle drauf. Ja, also ich denke wirklich, er hat es drauf. Ich drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen. Er ist wirklich ein totaler Lieber. Ich habe ihn schon mehrmals persönlich kennengelernt. Also ganz ein sympathischer Kerl. Liegt mir natürlich weit, weit mehr am Herzen als die anderen internationalen Spitzenathleten, weil ich ihn halt persönlich kenne und weil er auch in Österreich lebt und nicht für Österreich läuft. Weiters drücke ich auch noch für den Halbmarathon der Karin Freitag ganz, ganz herzlich die Daumen. Genau, und jetzt geht's gleich los. Genau, jetzt ist der Countdown. Wir hören ihn. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt ist es soweit. Der 17. Oberbank Linz-Donau-Marathon ist gestartet und vorneweg natürlich bereits die kenianischen Spitzenläufer. Wie gesagt, ein Elitefeld, das es in Linz in dieser Art und Weise noch nie gegeben hat. Angeführt wird es vom zweitschnellsten Marathonläufer aller Zeiten, vom Kenianer Geoffrey Mutai. Er ist mit der Startnummer 2 unterwegs und seine persönliche Bestzeit liegt bei 2:03,2 Sekunden. Aufgestellt 2011 in Boston. Eine unglaubliche Zeit von einer Zeit, eine Zeit, von der die
Hobbyläufer, die hier natürlich jetzt in diesem beeindruckenden Bild von diesem großen Starterfeld nur träumen können. Aber ja, jeder, der ins Ziel kommt, ist ein Sieger, oder? Absolut, aber ich muss sagen, also von dieser Zeit träumen können nicht nur die Hobbyläufer nur träumen, da können auch extrem viele Spitzenläufer davon nur träumen. Das ist eine Zeit, die man sich mal überlegen muss, wie weit man überhaupt mitlaufen kann. Ich würde sagen, 99% von uns können nicht einen einzigen Kilometer mitkommen. Ja, das ist schon unglaublich. Da ist die Kilometerzeit unter 3 Minuten. Ja. Also das ist unglaublich. Und hier setzen Sie sich auch schon ab. Wie gesagt, dieses Elitefeld, das in dieser Dimension noch nie so groß war in Linz. Wir haben, wie gesagt, mit der Startnummer 2 Geoffrey Mutai den zweitschnellsten Marathonläufer aller Zeiten. Seine persönliche Bestzeit, wie schon erwähnt, 2:03:02. Mit der Startnummer 3 dann Elia Kemboi, ebenfalls schon unter 2:08 gelaufen. Mit der Startnummer 4 aus Kenia Samson Bungai, eine persönliche Bestzeit von 2:08:36. Raymond Jogge dann ebenfalls aus Kenia mit der Startnummer 5. Die Startnummer 6 Henry Chirchir, ebenfalls aus Kenia. Eine Bestzeit unter 2:010. Robert Kipkemboe mit der Startnummer 7. Dann haben wir mit der 8 Michael Tioni, mit der 9 Vincent Tanui, mit der 10 Birmin Misoe und dann eben mit der Startnummer 11 unseren Österreicher, dem wir die Daumen drücken, Ketema Lemmerwerk, ein gebürtiger Äthiopier, der, wie gesagt, mit einer persönlichen Bestzeit von 2:14:23 hier an den Start geht und am Freitag bei der Abschlusspressekonferenz angekündigt hat, diese unterbieten zu wollen. Dann vielleicht noch der Blick zu den Damen. Da haben wir mit der Startnummer 15 Tekla Kirongo aus Kenia und mit der Startnummer 16 Eda Chepkosgei. Diese beiden Kenianerinnen, 24 Jahre jung, werden, so wie es aussieht, um den Sieg laufen bei der 17. Auflage des Linz-Donau-Marathons. Wir sind knapp 2,5-3 Minuten unterwegs, haben also damit den ersten Kilometer bereits in den Beinen. Günther Weidlinger hat ja angekündigt 3:01. Die Durchgangszeit, Kilometer-Durchgangszeit, das wäre so knapp 2:07 jetzt einmal. Ja, der erste, den werden sie mit ganz großer Sicherheit auch in dieser Zeit noch laufen. Also der erste Kilometer geht ja tendenziell mehr bergab als bergauf. Und man hat noch das ganze Adrenalin in den Beinen. Man muss sich da am Anfang wirklich auch ein bisschen bremsen. Man spürt am Anfang das nicht, wie schnell man ist. Ich meine, Gott sei Dank gibt es da natürlich auch die Tempomacher, die ganz speziell darauf achten müssen, dass es jetzt nicht schnell gelaufen wird. Ein Marathon ist 42 Kilometer lang und das, was man beim ersten Kilometer ausholt, das ist nicht das, was man dann ins Ziel bringt, sondern da kann man, also das ist eher das, was man dann anschließend langfristig noch verliert. Ja. Und es ist schon ein beeindruckendes Bild, das uns Regisseur Florian Höllinger hier bietet. Die Spitzengruppe daneben, die Halbmarathon-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie gesagt, zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte des Linz-Donau-Marathons. Über 20.000 Läuferinnen und Läufer mit dabei. Ich finde es ja immer so beeindruckend, wenn man sich den Laufstil anschaut von den absoluten Spitzenläufern. Es schaut so locker leicht aus, wie es, wenn sie da jetzt irgendeinen Sonntagmorgens-Jog hinlegen. Aber die sind 20 km/h schnell. Wie schnell das wirklich ist, sieht man eigentlich, wenn man, nur dann, wenn man direkt an der Strecke ist und wenn man sieht, wie schnell sie da vorbeifetzen. Ja. Genau, und während hier die Spitzengruppe in Richtung Dornach noch immer auf der Autobahn unterwegs ist, schauen wir uns jetzt einmal diese 42,195 Kilometer an, die sie zu bewältigen haben. Wir haben da eine wunderschöne Streckenvorstellung vorbereitet, die wir jetzt zu sehen bekommen. Also die ersten Kilometer, das ist halt, sind noch auf der Autobahn, tendenziell leicht bergab. Genau, hier sehen wir die Fürstbrücke, dann geht es eben auf der Autobahn Richtung Dornach. Hier verlassen wir dann die Autobahn, sind im Mühlviertel in Urfa unterwegs, gehen in Richtung von der Freistädter Straße über die Pulvermühlstraße in die Leonfeldner Straße, immer noch im Bereich Urfa. Das ist auch der schwierigste Teil. Ja, das ist jetzt ein recht zacher Teil, weil man relativ viel Höhenmeter macht an dem Stickerl. Genau.
Dann kommen wir schon zur Nibelungenbrücke. Sehen das Ziel, haben das Ziel vor Augen bei Kilometer 8. Da gibt es aber noch lange kein Ziel, sondern es geht über das Brucknerhaus in Richtung Gruberstraße, in Richtung Kilometer 10. Wir kommen dann auch beim ORF-Landesstudio vorbei. Man ist ja so fokussiert, dass man eh noch nicht ans Ziel denkt. Allerdings, was gut ist, ist, dass halt da in der Nähe vom Hauptplatz natürlich dann extrem viele Zuschauer sind, die ja dann bei dem Abschnitt die Leute ordentlich anfeiern. Ja. Wir kommen dann auch schon zu Kilometer 15, der ist im Bereich des Bulgari-Platzes. Da geht es dann zurück sozusagen in die Linzer Innenstadt in Richtung Hauptplatz wiederum über die Dinghofer Straße, die Dammetstraße und dann geht es auch zum ersten Mal schon bei Kilometer 20 auf die Linzer Landstraße. Da kommen wir jetzt dann gleich hin. Landstraße ist auch ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite positiv, weil da wirklich ein absoluter Stimmungshöhepunkt ist. Auf der anderen Seite hat man da leider dieses Kopfsteinpflaster, was teilweise wirklich wehtun kann als Läufer. Ja. Und die Halbmarathonläufer, die können durchlaufen ins Ziel am Hauptplatz. Für die Marathonläufer geht es aber links weg in die Herrenstraße und dann in Richtung Unionstraße, wo dann auch der Wendepunkt ist. Dann über den Bulgari-Platz in Richtung Wasserwald bei Kilometer 30. Und das ist, glaube ich, auch ein Knackpunkt dieser Linzer Strecke, die Region des Wasserwaldes bei Kilometer 30. Man hat schon 30 Kilometer in den Beinen, ist in einer Region, wo ja, wenige Zuschauer sind, die einen anfeuern. Also das ist sicherlich ein schwieriger Knackpunkt. Hier sind dazu, sie. Wo man wirklich sagen muss, also Kilometer 30 beim Marathon ist fast immer ein Knackpunkt, weil man eben halt schon so viele Kilometer intus hat, aber 12 Kilometer halt auch noch vor sich. Das heißt, man sieht noch nicht wirklich ein Ende in Sicht. Ja. Und ja. Und eine einsame Region, Wasserwald. Eine einsame Region, das heißt, alle Leute, die dort in der Gegend wohnen, bitte geht's aus auf der Strecke. Genau. Die Läufer können das wirklich gut brauchen. Genau, dann geht's zurück in Richtung Bulgari-Platz und erneut sozusagen die Schleife in der Linzer Innenstadt, Dinghofer Straße, dann Kilometer 40 in der Dammetstraße und dann noch einmal über die Landstraße in Richtung Ziel. Und da, glaube ich, bekommt man dann aber noch einmal so richtig Flügel. Genau. Da geht es dann auch halt überhaupt Richtung Ziel, dann wirklich auch wieder noch ganz leicht tendenziell bergab. Und die Stimmung an der Strecke ist dann ein Wahnsinn. Genau, und dann ist man im Hauptplatz da, wo wir jetzt sitzen und hoffentlich in 2 Stunden den Sieger tatsächlich empfangen können. Wir hoffen es, dass es heute vielleicht tatsächlich einen neuen Streckenrekord gibt. 2:07:33 aus dem Jahr 2007 von Alexander Kutzin. Übrigens dem einzigen nicht-kenianischen Sieger beim Linz-Marathon aufgestellt. Das ist ja auch etwas ganz Außergewöhnliches. Das ist was Besonderes, das stimmt, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, was der Lehmer für Gwanda hat, dass man immer gleich erkennen. Lehmerwerk Ketema, der Österreicher, wie gesagt, mit Startnummer 11. Er hat auch 2 Pacemaker bei sich. Die hat er sich gewünscht, die wurden ihm vom Veranstalter auch zur Verfügung gestellt. Und zwar 2 äthiopische Pacemaker, denn im letzten Jahr ist er in Linz auch gelaufen und da hatte er das Problem, dass er sich mit den kenianischen Pacemakern nicht unterhalten konnte. Heuer soll es eben besser gehen mit seinen 2 äthiopischen Pacemakern. Nein, das ist absolut wichtig, dass man sich mit seinen Pacemakern unterhalten kann. Also man hat immer Auf und Abs während dem Lauf. Und hier sind wir bei den Frauen, die auch einen Pacemaker mithaben. Das sind die beiden Kenianerinnen Tekla Kirongo und Eda Chepkosgei. Hier im Bild vorne der Tempomacher. Und dahinter die beiden Kenianerinnen, wie gesagt, 24 Jahre sind sie alt. Ja, was traust du den beiden zu? Persönliche Bestzeiten liegen bei knapp 2:32. Ich kenne beide leider zu wenig, um das genau beurteilen zu können. Es ist nämlich auch natürlich abhängig davon, wie viel Marathon Sancho rennt. Wenn das jetzt schon der 25. Marathon ist, dann kann man davon ausgehen, dass jetzt wahrscheinlich jetzt nicht der 2:25er Zeit rausgekommen wird. Wenn das allerdings jetzt der 3. oder 4. Marathon ist, dann kann man sich doch noch relativ gut steigern. Bei den Kenianern ist es auch oft so, dass sie beim ersten Marathon vielleicht viel schnell angegangen sind, dann ein bisschen eingingen und deswegen die Zeit nicht das widerspiegelt, was sie in Wirklichkeit drauf haben. Wir sind gespannt. Warten wir es ab. Genau. Also, sie könnten in etwa deine
Rekordzeit schaffen. Ja. Wäre vielleicht drinnen 2:30, genau. 43 in Wien aufgestellt. In Wien aufgestellt, genau. Hier wieder das Spitzenfeld der Herren. Wie gesagt, so ein großes Feld hat es noch nie gegeben. Und während die bereits im Bereich Urfa in Richtung Leon-Feldner Straße unterwegs sind, schauen wir mal zu unserem, wenn man so will, rasenden Reporter Wolfgang Hüttner. Wir haben bereits die ersten Kilometer absolviert, unmittelbar nach der Vössbrücke. Der Mann neben mir mit der Startnummer 823 kommt aus Rüsdorf, Georg Seethaler. Wie ist das Wohlbefinden? Ja, ausgezeichnet noch. Wir haben ja erst, wie gesagt, die ersten Kilometer hinter uns gebracht und es steht noch einiges vor uns. Aber man sieht, es wird vor Sekunde heißer und heißer. Das darf ja kein Problem sein. Wir sind in einem Temperaturbereich, wo das Marathonlaufen noch perfekt geht. Wie hoch haben Sie sich die Latte gelegt? Welche Zeit sollte es werden? Naja, nachdem ich mit dem Training ein bisschen in Rückstand gekommen bin, müssen wir irgendwo bei 4,5 Stunden das Limit erreichen. Dankeschön, Georg Seethaler, für die Redebereitschaft. Ist ja nicht so selbstverständlich. Und jetzt schauen wir vor, denn da vorne müsste er laufen, der Linzer Bürgermeister Magister Klaus Luger. Geben wir mal das Kommando weiter an meinen Kameramann. So, schauen wir vor, ein paar Meter. Im orangen Trikot Bürgermeister Klaus Luger. Gerade vor ein paar Minuten haben wir ihn noch gesehen. Er ist ein bisschen weiter vorne. Wir schauen, dass wir den Bürgermeister erreichen und dann werden wir uns wieder melden. Damit wieder zurück zu euch, Andrea und Thomas. Ja, danke. Danke, Wolfgang. Ja, 4,5 Stunden Marathon laufen. Wenn man um 9.30 Uhr wegläuft, dann läuft man tatsächlich in die Hitze rein. Also das ist dann für die Hobbyläuferinnen und Läufer, die jetzt nicht so schnell sind wie die Spitze hier im Bild, ist es doch eine Riesen-Challenge. Das stimmt, ja. Es sind irgendwie wirklich die Anforderungen dann relativ unterschiedlich, auch schon von den Leuten, die halt plus 2 Stunden, 2,5 Stunden laufen oder die halt dann 4,5 Stunden laufen, weil das ist fast die doppelte Zeit, die man am Weg ist. Man muss es anders einteilen. Es ist ja dann die Verpflegung eigentlich eine andere, auf die man achten muss. Und natürlich, also es wird immer heißer werden heute. Gut, wir hoffen, dass es unseren Spitzenathleten, die wir hier im Bild haben, nicht zu heiß wird. Die optimale Marathontemperatur für Rekordläufe aus deiner Sicht, wie hast das du am liebsten? Also ich habe gehört, dass die optimale Marathontemperatur 6 Grad ist. Aber ich glaube, dass alles bis 15 Grad für Marathon ziemlich okay ist. Ich persönlich tendiere immer eher dazu, dass ich es lieber kühler habe als zu heiß. Also ich kann mit der Kühle eher besser umgehen. Der Wind ist auch ein großer Faktor. Ja. Vor allem der Wind ist dann ein Faktor, wenn man sich vielleicht nicht in einem Feld irgendwie gut verstecken kann, sondern ein bisschen, also mehr dem Wind ausgesetzt ist. Der kann einem wirklich ein bisschen die Kraft rauben. Ja. Wobei wir hier sehen, also es bewegt sich wirklich kein Lüftchen. Ja. Die Bäume sind absolut still. Ein 12-köpfiges Spitzenfeld. Also da kann man sich dann natürlich auch ein wenig hinter den Vorderleuten, hinter den zwei Pacemakern verstecken oder hinter den Konkurrenten. Gibt es da dann auch so die Spielchen, dass man sagt, da im Feld, okay, die Pacemaker laufen vorne weg, aber wenn man direkter Konkurrent ist, dass man sich da auch abwechselt, in der Führungsarbeit bis Kilometer 40 und dann sozusagen Rennen freigibt? Oder ist das überhaupt nicht der Fall? So Absprache. Also wenn man wirklich so ein reiner Konkurrent ist und denjenigen eigentlich auch nicht kennt, dann nein. Also da schaut man eigentlich nur auf sich und will am Schluss auch selber vorn sein. Da überlegt man sich nicht, dass man den anderen vielleicht irgendwie schont und einmal Vierer geht. Wenn man den natürlich persönlich kennt, das vielleicht sogar ein Trainingspartner ist, dann schaut das wieder anders aus. Dann will man vielleicht gemeinsam ein Ziel erreichen. Es ist natürlich halt wirklich jetzt abhängig, hat man zusätzlich Tempomacher oder nicht. Wenn man keine Tempomacher hat, dann wird man auch sonst, wenn ich denjenigen nicht kenne, auch schauen, irgendwie, wenn man sie abwechselt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gute Zeit ins Ziel bringt, natürlich größer. Ja. Wir sind mittlerweile bei Kilometer 5 angelangt, sind also in der Leon-Feldner-Straße in Urfa unterwegs, während die Hobbyläuferinnen und Läufer immer noch auf der Autobahn unterwegs sind. Das heißt, die haben gerade mal so 2 Kilometer absolviert, sind noch guter Dinge, wie man hier in diesen Bildern sieht. Das Feld bunt gemischt, Staffel, Marathon, Halbmarathon und
Marathon natürlich hier noch gemeinsam unterwegs. Aber es ist schon ein tolles Bild und ich finde es ja immer wieder beeindruckend, dass man sich dann sagt, ein Marathon als Hobbyläufer muss man einfach einmal gelaufen sein. Das stimmt, ja. Es ist ja so, das Bild ist wirklich schön, allein von der Farbentracht, von den verschiedenen Dressen von den Leuten gefällt mir das immer schon. Aber auch wenn dann einfach so viele Leute gemeinsam laufen und also das gibt schon eine Stimmung her, ja. Ja, diese beiden Damen, die Tekla Kirongo und die Eda Jepkoskay, die laufen nicht mehr im Feld, sondern die laufen hinter ihren Pacemaker nach. Wie gesagt, die beiden Damen sind hier auf, ja, wenn man so will, Rekordjagd in Linz. Bei den Damen ja normalerweise das Feld auch nicht ganz so stark wie in diesem Jahr. Aber mit diesen zwei Kenianerinnen hat auch Athletenkoordinator Günther Weidlinger bei den Damen erstmals für ein, wenn man so will, kleines Elite-Topfeld gesorgt. Ja, ist das auch nicht so selbstverständlich. Das war vielleicht eh da mal ein bisschen ein Appell von mir an den Günther. Wir können sie auch mal umdrehen, wir können einmal wirklich ein Bomben-Frauenfeld an den Start bringen und vielleicht einmal die Männer ein bisschen stiefmütterlicher behandeln. War ja mal eine Alternative. Genau, aber hier haben wir, wie gesagt, die beiden 24-jährigen Kenianerinnen im Bild. 17 Minuten sind sie unterwegs, knapp bei der 4,5 Kilometer Marke gerade vorbeigelaufen. Und ja, der Laufstil, da kann man nichts sagen. Nein, schaut absolut locker aus. Was man da sieht, also keiner läuft wirklich jetzt exakt hinterm Tempomacher her, sondern ein bisschen versetzt. Das ist auch irgendwie individuell. Manche mögen das nicht so, weil man dann wirklich auch auf den Schritt vom Tempomacher achten muss und seinen eigenen Schritt daran anpassen muss, weil man sich ja sonst die ganze Zeit gegenseitig auf die Fersen steigt. Ja. Die zwei Mädels laufen auch nebeneinander und auch nicht, schauen auch nicht, dass sie jetzt sie selber noch versetzt hintereinander sind. Aber das ist unterschiedlich. Also manche mögen das wirklich ganz genau, ganz exakt hinter ihrem Tempomacher herzulaufen und den Schritt aufzunehmen. Anderen reicht es, wenn sie auch ein bisschen versetzt sind und einfach der das Tempo vorgibt. Ja. Ganz interessante Erklärungen, die Andrea Meyer da liefert, unsere siebenfache Berglauf-Weltmeisterin und natürlich auch österreichische Marathon-Rekordhalterin. Auch hier wieder das Bild, das bunte Bild, wie du vorhin angesprochen hast, der Hobbyläuferinnen und Läufer. Da hat sie jetzt eine durchgedrängt, die hat es eilig. Ja. Gibt es auch immer wieder? Ja, also im Startblock ist es ja nicht so, dass wirklich die so aufgestellt sind, dass die langsamsten ganz hinten sind und die schnellsten eher weiter vorne. Also manche kommen einfach so spät erst zum Start, dass sie sich erst weiter hinten einreihen müssen. Die müssen sich halt dann während dem Lauf ein bisschen slalommäßig vorhandeln. Allerdings selbst zu überholen ist mental sowieso viel einfacher, es immer überholt zu werden. Also von dem her, wenn genug Platz ist, ist es gar nicht so schlecht. Genau, das heißt, wenn man ein bisschen schneller laufen kann wie viele andere, sollte man sich ganz hinten anstellen und dann einfach ein bisschen überholen. Das ist gut fürs Mentale. Dann hat man 42 Kilometer relativ schnell. Ja, ein bisschen schnell. Mehr Meter macht man natürlich auch dabei durch Slalomlauf. Ja, genau, schnell absolviert. Hier wieder die 12-köpfige Spitzengruppe, angeführt von den beiden Pacemakern Gilbert B. und Ben Tangus, die von Geoffrey Mutai selbst mitgebracht wurden, wie gesagt, von jenem Mann, der in Boston im Jahr 2011 mit einer Zeit von 2:03:02 Furore gemacht hat. Wobei viele fragen sich natürlich, wieso ist dieser absolute Topläufer hier in Linz am Start und nicht bei den großen Marathons in New York, in Berlin, wo auch immer. Die Frage ist, glaube ich, relativ leicht erklärt. Er war in den letzten beiden Jahren verletzt, hat 2015 seinen letzten Marathon bestritten und kämpft sich jetzt sozusagen wieder zurück. Und deswegen konnte man ihn für Linz hier verpflichten. Es ist einfach so, wenn man dermaßen an der Spitze war und dann nachher länger verletzt ist, ist es für einen selber auch mal leichter, wenn man dann nicht gleich bei einem riesengroßen Marathon an einem Start steht, sondern wenn man sich einmal beim etwas kleineren wieder herantasten kann. Und dafür eignet sich, glaube ich, Linz recht gut.
dass er seine eigenen Pacemaker mitgenommen hat, ist für ihn mit Sicherheit ein großer Vorteil, weil die wieder persönlich kennen. Also man hat während einem Marathon, wie ich schon angesprochen habe, immer kleinere Hochs, kleinere Tiefs. Man kommt nie in einem Guss durch. Und wenn man dann mit den Pacemaker reden kann und Leute, jetzt ein bisschen Tempo raus oder jetzt geht's wieder, jetzt können wir wieder ein bisschen mehr Gas geben, das ist eigentlich wirklich sehr wichtig. Ja. Hier haben wir Günther Weidlinger, den Athletenkoordinator im Führungsfahrzeug. Mit der Zeittafel, wie wichtig ist die für die Läuferinnen und Läufer? Das ist unterschiedlich, weil manche laufen sowieso mit ihrer eigenen Uhr, starten halt genau beim Start los und schauen ständig auf die Uhr. Andere wollen das gar nicht und sind dann doch auf diese Zeittafel angewiesen. Ich weiß jetzt, ich sehe jetzt bei den Kenianern nicht, haben die eine Uhr mit oder nicht? Ja, das ist ein bisschen schwer zu sehen, ja. Während sie hier im Schatten laufen. Und während wir hier, wie gesagt, die Spitzengruppe sehen, geben wir noch einmal zu unserem Wolfgang Hüttner. Der hat nämlich wieder einen interessanten Interviewpartner bei sich oder neben dem Motorrad herlaufend. Wir sind derzeit unterwegs in der Freistädter Straße, sind wir derzeit unterwegs, wir haben 3 Kilometer absolviert. Natürlich fragen wir die Athletinnen und Athleten im Vorfeld, ob sie mit uns plaudern. Ist doch nicht so selbstverständlich. Neben uns mit der Startnummer 6723, das ist der George aus Haag am Hausruck. Du bestreitest den Halbmarathon, wie geht's? Ja, sehr gut, ich bin in Top-Kondition, Top-Form. Ich hoffe, dass es so weitergeht, aber da habe ich keine Bedenken und ja. Ich freue mich aufs Ziel. Das kann ich mir vorstellen. Ist das Laufen in der Masse leichter, als wenn man solo laufen würde? Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Die Stimmung ist super gut. Und es geht einfach viel leichter, weil man läuft mit Strom mit. Und es ist ganz was anderes auf jeden Fall, wie wenn man nur laufen darf. Dann sage ich ein herzliches Dankeschön. George aus Haag am Hausruck war das. Wünsche ein gutes Gelingen, so wie allen über 20.000 Teilnehmern. Und damit wieder zurück zu euch, Thomas und Andrea. Er hat es angesprochen, man läuft so im Strom mit. Ich glaube, Marathonlauf selbst ist wahrscheinlich, wenn man sich für so ein Event vorbereitet, wahrscheinlich eigentlich nur mit das Sahnehäubchen. Das Training ist das Schwierigere, oder? Das stimmt, weil im Training ist es wirklich sehr, sehr selten so, dass man quasi im Strom mitschwimmt. Da hat man eigentlich die Kilometer alleine zu absolvieren. Man kann sich natürlich mit Trainingspartnern und Freunden ausmachen, dass sie einmal begleiten, aber durch das, dass die meisten von den Teilnehmern doch voll berufstätig sein werden, ist es dann doch schwerer zu koordinieren. Und der Marathon Vorbereitung bedarf viel Zeit. Das ist quasi eigentlich wirklich das Schönste. Man hat jetzt nicht mehr das, dass man alleine läuft, man läuft in der Gruppe mit. Es wird dadurch leichter. Die Stimmung an der Strecke kann man genießen, was im Training natürlich auch selten der Fall ist. So ist es. Und die Stimmung wird jetzt zumindest bei dieser Spitzengruppe eigentlich von Meter zu Meter besser, denn sie sind bereits in Richtung Nibelungenbrücke unterwegs. Sie biegen hier auf die Ferihummerstraße ein und wie gesagt, sie sind in wenigen Metern dann in Richtung Hauptplatz über die Nibelungenbrücke unterwegs und ja. Da ist jetzt so mal der erste Zuschauer-Hotspot, da das wird stimmt. Man so richtig also angefeuert. Also Nibelungenbrücke kann ich mich wirklich nur selber erinnern von meinen Läufen da in Linz, also das hat ganz was Spezielles, also da ist wirklich eine Bombenstimmung. Außerdem freut man sich dann, dass dann anschließend quasi Richtung Linz wieder runtergeht. Ja, man hat den höchsten Punkt der Strecke in Wahrheit schon hinter sich gebracht, das muss man dazu sagen. Die ersten Kilometer sind ja, was das Profil betrifft, wahrscheinlich die schwersten. Genau, und wenn man einmal auf der Nibelungenbrücke ist, dann quasi geht es mal bergab und dann kommt eigentlich wirklich der flache Teil vom Linz-Marathon. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, das Ferihummerstraße, jetzt biegen sie ab in Richtung Nibelungenbrücke, einmal über die Donau, das zweite Mal geht es da über die Donau und hier links im Bild haben sie auch kurz von der Hubschrauberperspektive das AEC, das Ars Electronica Center gesehen und darüber gibt es jetzt einen Kurzbericht.
Linz an der Donau begeisterte als europäische Kulturhauptstadt 2009 Besucher aus aller Welt. Die dynamische Entwicklung der Hightech-Stadt Österreichs hat sich auch nach diesem Jahr fortgesetzt und ist immer noch spürbar. Linz ist Labor der Zukunft, Metropole für neue Medien und Informationstechnologie. Direkt an der Donau gelegen begeistert das AEC, das Ars Electronica Center oder Museum der Zukunft mit faszinierender Architektur und beeindruckenden Ausstellungen an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft. Hier kann man einen Blick in die Geheimnisse des menschlichen Körpers werfen, mit Robotern in Kontakt treten oder Zukunftsdesigner werden. Der Deep Space entführt den Besucher in faszinierende 2D- und 3D-Bildwelten. Zu den Highlights zählt auch das jährlich stattfindende Ars Electronica Festival im Herbst. Nicht verpassen sollte man nachts das Farbenspiel der größten LED-Fassade Europas. Science Fiction ist hier nicht Fiktion, sondern hautnah im Jetzt spürbar. Die Zukunft passiert jetzt und was danach passiert, das kann man im AEC entdecken. Ja, das war's. Das Ars Electronica Center hier noch einmal aus der Hubschrauberperspektive und die Nibelungenbrücke, die ist auch bereits absolviert von den Spitzenathletinnen bzw. Athleten. Das heißt, dass wir uns langsam auf dem Kilometer 10 hinbewegen. Das ist immer ein wichtiger Marker für die Durchgangszeiten. Der hat ja schon eine Aussagekraft. Man hat ja immerhin fast ein Viertel bereits erreicht. Und wir sind erst 26 Minuten unterwegs. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Athleten jetzt, wie du schon gesagt hast, auf der Donaulände unterwegs. Da gibt es auch schon die ersten, die zum Überholen sind. Das sind noch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Viertelmarathons, die da ja, erst einmal eine halbe Stunde vorher gestartet sind und jetzt überholt werden. Die müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass den Spitzenläufern jetzt nicht im Weg stehen. Auf der anderen Seite natürlich, dadurch wird die Stimmung auch noch für die Spitzenläufer ein bisschen besser. Aber ja, jetzt teilen sie die Strecke wieder. Also es ist eine Abwechslung für die Spitzenläufer, weil man dann, wenn man genug Platz hat und die eigentlich leicht überholen kann, dann ist es eigentlich was relativ Nettes. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Punkt, wie du vorhin gesagt hast, das ist mental gut, wenn man jemanden überholt. Ja, vor allem wenn es halt doch deutlich langsamere Läufer sind, dann kommst du davor, wie es, wenn du fast fliegen würdest, wenn du denen dermaßen schnell entgegenkommst. Ein wichtiger Punkt jetzt, die Verpflegungszone. Genau, und da sieht man, dass alle Spitzenathleten einen eigenen, wenn man so will, Verpflegungsguide haben, der ihnen die Flasche reicht. Das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Spitzenathleten greifen nicht auf die normale Verpflegungszone genau, zu. Genau, weil die ja ihre eigenen Getränke, ihre eigenen Verpflegung haben, die sie einfach gewohnt sind, die sie im Training ausgetestet haben, wo sie wissen, des Vertragens, ja. Was halt schon wirklich relativ wichtig ist, weil nicht jeder Läufer verträgt die gleichen Getränke. Bei manchen kriegen manche Bauchweh, also das muss man einfach austesten. Ja. Und die wissen, man soll sich schon relativ sicher sein, dass man das jetzt verträgt, was man da beim Marathon konsumiert. Wenn es an dem scheitern sollte, wäre es wirklich blöd. Ja, und während wir hier noch einmal aus der Hubschrauberperspektive die schnellsten Damen sehen, schalten wir wieder einmal zu Wolfgang Hüttner, unserem Reporter auf dem Motorrad. An unserer Seite die Startnummer 2974. Wir sind in Urfa unterwegs. Sein Name Thomas Hurnaus. Er läuft den Halbmarathon. Wie geht's? Wunderbar, wunderbar. Bestes Wetter, bester Marathon in Österreich. Im Hintergrund hört man die vielen Sirenen, die tausenden Fans am Straßenrand. Das ist schon eine gewisse Motivation, gell? Unglaublich, unglaubliche Motivation, wenn so viele Leute rennen. Wahnsinn. Und als Linzer lernt man mal die Landeshauptstadt einmal von der anderen Seite kennen. So ist es, genau so ist es. Wunderbar. Nur weiter so. Toi, toi, toi. Thomas Hurnaus aus Linz auf der Halbmarathon-Distanz und damit wieder zurück zu euch, Andrea und Thomas. Da war jetzt vorhin kurz zu hören, Thomas, der hat da den Schnitt zusammen. Ich glaube nicht, dass der Wolfgang Hüttner jetzt da so langsam mit dem Motorrad unterwegs war, dass es da Probleme gibt. Aber natürlich, auch bei den Hobbyläuferinnen und Läufern ist die Zielzeit doch immer ganz, ganz wichtig. Das stimmt absolut. Also das ist, man bereitet sich ja nicht vor, dass man sagt, man will, also man, natürlich gibt es auch Leute, die sagen, man will einfach nur mal durchkommen. Aber die meisten haben doch irgendeine Zielzeit im Hinterkopf, die sie gerne erreichen wollen. Und alles, was da irgendwie dem
dazwischen kommen würde, ist natürlich jetzt unerfreulich. Allerdings, ja, also der Marathon ist relativ lang, wenn der einmal ganz kurz am Moped vor einem fährt, ich glaube. Ist schon klar. Wir haben mittlerweile, oder die Spitzengruppe hat mittlerweile die erste Zeitnahme absolviert. Wir sind da durchgelaufen und zwar bei Kilometer 9,4 bei 28 Minuten und 46 Sekunden. Das ist eine erwartete Zielzeit jetzt einmal hochgerechnet bei 2:08:55. Also da sind wir doch ein bisschen unter der angepeilten 3:01er Durchgangszeit pro Kilometer. Ja, ich meine, wie gesagt, also jetzt war auch der schwierigste Teil der Strecke. Allerdings war natürlich auch der erste Teil, wo man eigentlich nur am meisten Kraft hätte. Schwierig vorauszusagen, aber meistens ist es so, dass man sich mit einem Negativsplit eher schwer tut. Ja. Genau, Negativsplit ist angesprochen. Das hat der Günther Weidlinger angekündigt, dass man versuchen will, eben auf 2:06 zu laufen mit einem Negativ-Splitting. Das heißt, dass man eigentlich hinten raus schneller werden möchte. Ja. Ich weiß nicht, also so von. Also ich persönlich habe das noch nie zusammengebracht. Das ist etwas, was wirklich relativ schwierig ist. Ich kenne das eigentlich nur wirklich von den Top- afrikanischen Läufern, dass die das zusammenbringen. Vielleicht auch deswegen, weil die sie die noch mehr spielen können am Anfang oder vielleicht auch im Endeffekt noch eine Spur schneller laufen könnten. Perfekt sagt man, dass ein Marathon wäre, wenn man es wirklich in einem Guss durchlaufen könnte. Ist schon schwierig genug, wenn man nicht eingeht. Ja, ist schon klar. Gut, das 12-köpfige Spitzenfeld, angeführt von den zwei Pacemakern, immer noch zusammen. Da hat es also noch keinen gegeben, der da irgendwie abgefallen wäre. Alles noch auf Schiene, das gesamte Elitefeld noch gut unterwegs. Und das ist natürlich das Erfreuliche an diesem Marathon. 32 Minuten sind wir unterwegs in der Gruberstraße, mittlerweile das Spitzenfeld. Also das ist wirklich das Positive, dass da wirklich extrem viele Leute noch in der Spitzengruppe zusammenarbeiten können. Dadurch fällt es jeden einzelnen auch eine Spur leichter. Wenn es dann auseinanderreißt, sodass man dann selber auf sich angewiesen ist, wird es wirklich für jeden einzelnen schwerer werden. Aber was ich da sehe, wie groß ist die Gruppe da? 12 Mann. 12 Mann noch, also das ist super dabei. Alles im grünen Bereich, die gesamte Elite noch zusammen, und das ist ja der Wunsch gewesen auch von den Organisatoren, dass man hier ein großes Elitefeld so lange wie möglich zusammenhält, um eben eine schnelle Zeit zu laufen. Denn wie wir von den Hobbyläuferinnen und Läufern schon gehört haben, in einem Feld zu laufen ist halt doch einfacher und motivierender, als wenn man da jetzt dann 25, 30 Kilometer allein läuft. Der Lehmer müsste eigentlich auch schon durchgekommen sein bei 9,4. Können wir da mal schauen? Da werde ich gleich schauen, ob ich die Zeit finde, aber ganz bestimmt. So, Lehmerwerk, Ketema. Jawohl, da ist er. Und zwar als 15. ist er durchgelaufen bei Kilometer 9,4 und zwar mit 29,35. Das ist 49 Sekunden hinter der Spitze. Das ist also noch 10 Kilometer, hat er knapp eine Minute Rückstand. Das wäre eigentlich noch im Plan. Das ist perfekt, das muss man wirklich sagen. Also das ist perfekt, weil wir haben gerade zuerst ausgerechnet, die Spitze läuft Richtung 2:08. Wenn er jetzt bei knapp einem Viertel nicht einmal eine Minute Rückstand hat, dann ist er voll im Kurs auf neue Bestzeit. Also das schaut sehr positiv aus. Gut, und er hat ja, wie schon erwähnt, zwei Pacemaker aus Äthiopien mitbekommen. Er ist ja ein gebürtiger Äthiopier, das muss man so sagen, wurde im Jahr 2015 eingebürgert, kam 2013 nach Österreich und seit 2015 ist er österreichischer Staatsbürger und seine persönliche Bestleistung von 2:14:23 hat er
am 26. Juli 2015 in Rio de Janeiro aufgestellt. 32 Jahre ist er jung. Und der Lemmerwerk Ketema ist nicht nur ein ausgezeichneter Marathonläufer, sondern er ist auch, wenn man so will, ein Langstreckenläufer, denn er hat den Wings for Life World Run schon zweimal gewonnen und 2017 hat er da mit 87 Kilometern die Bestmarke aufgestellt. Ja. Das ist ja ein Lauf, wo man also sozusagen von einem Verfolgerfahrzeug aufgegabelt wird und erst wenn man von diesem Fahrzeug eingeholt wird, ist dieses Rennen zu Ende und da ist er eben 87 Kilometer weit gelaufen. Also das ist ja wirklich eine sehr, sehr spannende und tolle Geschichte mit diesem Wings for Life Run. Das Ganze ist ja eine Charity-Veranstaltung, kommt den querschnittsgelähmten Leuten zugute, also der Forschung für Querschnittslähmungen. Aber auch die Veranstaltung selbst ist wirklich absolut genial. Es starten mittlerweile ja schon extrem viele Leute in extrem vielen Nationen und Ländern. Das ist immer eine Veranstaltung, die gleichzeitig stattfindet. Bei uns ist es untertags, in Australien starten die in der Nacht. Und ja, der Lema hat zweimal quasi weltweit die Konkurrenz gewonnen, nicht nur in Österreich, sondern weltweit dann. Und einmal 87 Kilometer zu laufen in einem Stück und das auf dem Wettkampf, das ist schon, das ist ein Wahnsinn, das sind wirklich Dimensionen, die kann auch ich mir nicht vorstellen. Genau. Hier die Spitze und eben dann die Gruppe mit Lemmerwerk Ketema. Hier ist ein Bild, der Mann mit dem Kapperl, das ist der Lemmerwerk. Genau. Vor ihm seine beiden Pacemaker und Lemmerwerk Ketema ist da auch noch ganz, ganz frisch. Also das sieht gut aus. Das schaut absolut gut aus. Also so wie ich am kenne vom Laufschritt her, schaut das jetzt noch wirklich super aus. Genau, und das soll ja sein. Er möchte, wie gesagt, unter 2:14 laufen. Und während wir hier die Spitze und die Verfolger in einem Bild sehen, können wir schon wieder zu Wolfgang Hüttner geben. Der hat schon wieder einen interessanten Laufteilnehmer vor dem Mikrofon. Genau, Thomas, einen mehr als interessanten Laufteilnehmer. Die sportlichen Outfits, die kennt man. Aber der Dietmar, ein gebürtiger Bayer, er kommt aus der Steiermark, läuft heute als Bumuckl. Dietmar, wie geht's? Sehr gut, das ist nicht bloß heute, das ist meistens. Nächste Woche Wien und dann demnächst im Ruhrpott in Luxemburg. Das geht so fast Wochenende für Wochenende. Alle in dem Outfit. Ich muss nur so staunen, mit welcher Leichtigkeit der Bumuckl, der Dietmar, spricht. Ist das gar nicht anstrengend? Nein, ich bin ja mal schon mal ein bisschen schneller angelaufen. Aber normalerweise ist es so, dass ich Spenden sammelt während des Laufs. Mit anderen Verkleideten, ja, diesmal da jetzt nicht. Aber bei manchen Marathons im Jahr werden Spenden gesammelt von den Zuschauern. Ja, und da musst du immer wieder mal rennen, du musst rennen können. Ich bin eigentlich ein 24-Stunden-Läufer und deswegen geht es da so leicht. Eine interessante Persönlichkeit, der Dietmar, der Bumuckl. Dietmar, möchte man mit dem Bumuckl-Outfit vielleicht die anderen auch ein bisschen motivieren? Ja, logisch, klar, das ist ja auch der Hintergrund. Zum einen mit dem Baufußlaufer, dass ich halt sagen möchte, also es geht, ja, zeigt euch einfach. Also ich möchte nicht sagen, lauft alle Baufuß, sondern schaut her, es ist so einfach, es geht sogar Baufuß. Und natürlich die Motivation. Auf der einen Seite für die anderen Läufer und halt auch für die Zuschauer, denen ich Freude mache. Es ist eigentlich nichts anderes, denen ich leider einfach bloß ein bisschen Freude mache. Dietmar, alles Gute, also es gibt nichts, was es nicht gibt beim 17. Oberbank-Linz-Donau-Marathon. Und damit aus Urfa wieder zurück zu euch ins Studio, Thomas und Andrea. Ja, Andrea, der Pumuckl, das ist ja ein, wenn man so will, ganz, ganz bunter Hund, den kennt man eigentlich auch in der Elite. Genau, das ist quasi eine Institution ja schon. Total, was mir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, aber interessant, der läuft barfuß. Das ist, glaube ich, auch ganz speziell. Ja, also das sieht man, auch das geht. Bitte nicht gleich für jeden nachzuahmen. An das muss man sich langsam gewöhnen und gleich an den Start zu gehen und einmal 42 Kilometer auf Asphalt barfuß zu laufen, ist jetzt nicht empfehlenswert. Ja, also meine Damen und Herren zu Hause, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben zu laufen, mit dem Laufsport zu beginnen, der richtige Laufschuh, der ist schon wichtig. Das stimmt. Man kann natürlich einmal barfuß laufen. Das ist eigentlich auch relativ gut für die Fußmuskulatur. Allerdings bitte fangen wir an in der Wiese
und mit weniger Kilometer. Alles klar. 40 Minuten sind absolviert, wie wir da gerade auf der Uhr des Spitzenfahrzeuges gesehen haben. Wir sind unterwegs in der Heizhausstraße in Richtung Kilometer 15. Die Spitzengruppe immer noch im geschlossen, wenn man so will. 11 Mann, habe ich vorhin aus der Hubschrauberperspektive gezählt, sind da noch mit dabei. Und es sieht immer noch ganz, ganz gut aus bei den Spitzenathleten, genauso wie auch beim Pumukles ausgezeichnet ausgesehen hat. Ist natürlich auch für die Zuschauer immer wieder ein Highlight, wenn solche Typen mit dabei sind. Das macht das Flair eines Marathons ja auch aus. Es ist ja, wenn man so will, die Marathonveranstaltung eine Veranstaltung, wo Hobbyathleten die wenige oder eine der wenigen Möglichkeiten haben, sich mit absoluten Topstars an die Startlinie zu stellen. Genau, also man steht wirklich an derselben Linie, man startet zur selben Uhrzeit, man läuft ins gleiche Ziel, man hat die gleiche Strecke zu absolvieren. Man hat vermutlich auch die gleichen Qualen zu ertragen während des Laufs. Die einen halt ein bisschen kürzer, die anderen ein bisschen länger. Genau. Allerdings glaube ich trotzdem, dass so wie sich die Spitzenathleten quälen können, sich die Normalbevölkerung eher nicht quälen kann. Also keine Frage, es gibt auch bei den Hobbyläufern Schmerzen zu ertragen während eines Marathons. Allerdings, ich glaube, der Quälfaktor ist bei den Spitzenathleten ein bisschen größer. Die trainieren das einfach. Und du sprichst da wahrscheinlich aus Erfahrung, du trainierst das ja auch. Ja, ich kann das auch recht gut, das Quälen. Was die vielen Weltmeistertitel, die Goldmedaillen, die Rekorde ja eigentlich aussagen, dass du das wirklich kannst. Man muss sagen, während am Lauf, manchmal kommt man wirklich in so einen Flow hinein, dass man dann die Anstrengung gar nicht so spürt. Da hat man dann, also wenn man wirklich extrem gut drauf ist und diesen Flow schafft, den schafft man nicht jedes Mal. Also das ist ein Mythos, dass man sagt, das ist, man kommt immer in dieses Runners High. Oh ja, und da haben wir den großen Favoriten Jeffrey Mutai. Und das ist jener Mann, wie es aussieht, der von der Spitzengruppe zurückgefallen ist. Also der Mann, der mit 2:03:02 als persönliche Bestzeit sozusagen der große Aufhänger war dieses Linz-Donau-Marathons, hat abreißen lassen müssen. Da ist ja scheinbar... Nein, das tut mir jetzt sehr leid. Man sieht auf seinen Gesichtsausdruck, er ist momentan nicht sehr glücklich, er quält sich. Ich hoffe, er wird trotzdem durchlaufen. Hoffentlich ist es nicht ein Zeichen, dass seine Verletzung wieder akut worden ist, weil wir sind noch nicht einmal bei der Halbzeit der Strecke. Das heißt, vom Leistungsvermögen müsste er da locker eigentlich mithalten können. Das bei Kilometer 9,4 war er noch dabei im Spitzenfeld. Aber jetzt, wo wir in Richtung Kilometer 15 laufen, ist er eben nicht mehr dabei. Und das ist natürlich bitter für Jeffrey Mutai, jenen Mann, der zweimal als weltbester Marathonläufer des Jahres ausgezeichnet wurde. Und da ist scheinbar eine... Oder die Verletzung, die ihn ja in den letzten beiden Jahren auch vom Laufen abgehalten hat, noch nicht wirklich ausgeheilt. Also er sieht auf alle Fälle nicht mehr frisch aus, der 37-Jährige. Und nein, das ist jetzt wirklich bitter. Man sieht ja da, er läuft jetzt völlig alleine. Er hat jetzt eben keine Tempomacher mehr, was ihm zusätzlich jetzt... Ja, das Leben schwer macht. Die Frage, die man sich da jetzt natürlich als Zuschauer stellt, wäre es vielleicht jetzt für ihn besser, sich zurückzufallen zu lassen zur zweiten Gruppe, zur Gruppe von Lemmerwerk Ketema, der ja nur, sage ich einmal, 20 Sekunden hinter ihm läuft, um da dann vielleicht versuchen, sie Anschluss zu finden? Oder macht das auch keinen Sinn? Man muss sowieso sein eigenes Tempo da durchgehen. Also er muss jetzt einmal sein eigenes Tempo laufen. Wann der Lehmer mit seiner Gruppe dann daherkommt, kann er natürlich versuchen, dieses Tempo aufzunehmen. Wann es ihm gelingt, wenn er merkt, die laufen aber mit einem deutlich größeren Geschwindigkeitsüberschuss an ihm vorbei, wird auch das keinen Sinn machen. Ja. Mit 37 ist er noch nicht der Älteste, wenn man so will, aber natürlich auch nicht der Jüngste.
Und es sieht tatsächlich so aus, als würde er an seine großartige Karriere, die er bis zum Jahr 2015 hatte, nicht mehr anschließen können. Wie siehst du das? Ja, man weiß jetzt nicht, was jetzt der Grund ist, dass er zurückgefallen ist. Ja. Ist es eine Verletzung, die wieder akut worden ist? Hat er irgendwie eine Verkühlung gehabt im Vorfeld, die ihm jetzt für den heutigen Tag zu schaffen macht? Hat er einfach eine schlechte Tagesverfassung? Also es muss jetzt nicht heißen, dass das jetzt wirklich definitiv das Ende seiner Karriere ist. Aber er kämpft halt schon relativ lange jetzt. Ja. Also ja. Er hat ja die letzten 2 Jahre leider auch keinen Marathon bestreiten können. Bei der Pressekonferenz am Freitag hat er noch gemeint, er ist gut drauf und er nimmt jedes Rennen ernst und er fühlt sich endlich wieder so weit fit, dass er wieder angreifen kann. Aber wie wir sehen, für den Linz-Marathon, für eine Spitzenzeit reicht es heute ganz sicher nicht. Da ist jetzt auf alle Fälle mal die Luft heraus. Die Frage ist, kämpft er sich bis ins Ziel durch oder wird er irgendwann einmal sozusagen an den Streckenrand gehen und aufhören? Das hängt jetzt davon ab, welche Probleme er hat. Jeffrey Mutter, der 37-jährige Kenianer, der hier in Linz also definitiv kein Wörtchen mehr um den Sieg mitreden kann, während er in Richtung Bulgariplatz unterwegs ist und die 15-Kilometer-Marke jetzt dann gleich passieren wird. Die Spitzengruppe ist da schon durch bei der 15-Kilometer-Marke. Die läuft nämlich schon wieder in Richtung Innenstadt. 11 Mann ist sie jetzt hoch. Vorne weiterhin die beiden Pacemaker und dahinter dann das weitere Elitefeld. Lauter Kenianer, Elia Kemboi, Samson Bungay, Raymond Tschocke, Henry Tschirtschir, Robert Kip Kemboi, Michael Toin, Tioni und der Vincent Tanui. Aus diesem Pool wird, so wie es jetzt einmal aussieht, der Sieger kommen. Und der Mann, auf den alle geblickt haben, Jeffrey Mutai, der kämpft sich da als Verfolger jetzt einmal durch die Linzer Innenstadt. Also ich würde ihm Jeffrey wirklich wünschen, dass er es schafft, dass er durchläuft. Auch wenn das hart ist, auch wenn es für den Kopf hart ist. Man denkt sich dann oft, das macht ja sowieso keinen Sinn mehr. Man ist jetzt schon zurückgefallen, die Zeiten wird langsamer, die Zeit wird nicht das, was er sich erwartet hat. Man kann es sein lassen. Aber es ist trotzdem für einen persönlich im Nachhinein immer besser, sich dann doch durchgekämpft zu haben und besser mit einer schlechten Zeit ins Ziel gekommen zu sein, als aufgegeben zu haben. Allerdings, man muss natürlich auch berücksichtigen, wir wissen jetzt nicht, warum er zurückgefallen ist und wann es jetzt eine ernste Ursache hat. Also sei körperliches Wohl irgendwie da zu riskieren, ist natürlich ein Blödsinn. Das ist schon klar, aber er sieht eigentlich von Meter zu Meter jetzt nicht wirklich lockerer aus, sondern das sieht jetzt wirklich schon sehr, sehr gequält aus, was man hier vom Kenianer zu sehen bekommen. Leider sehen wir nicht, wie viel Rückstand er jetzt eigentlich hat. Oder ist er auch beim 15er schon durch? Er ist beim 15er schon durch. Da haben wir aber keine Zwischenzeit. Aber das waren jetzt knapp 25, 30 Sekunden, weil die Spitzengruppe vorhin ebenfalls bei in der Lastenstraße unterwegs war. Also es sind knapp 30 Sekunden Rückstand, die er mittlerweile da aufgerissen hat auf einer Distanz von knapp 5 Kilometern. Also das ist doch schon ein kleines Stück. Gut wäre es, wenn er möglichst lange das Zwischenfeld noch im Blick hätte. Vielleicht sehen wir hier von der Hubschrauberperspektive. Also das ist doch schon ein ganzes Stück. Da sieht er die Spitzengruppe schon gar nicht mehr, Jeffrey Mutai. Und wie gesagt, er läuft jetzt zwischen der Spitzengruppe. Hier ist die Spitzengruppe kurz zu sehen. Und Lemmerwerk Ketema. Für Lehmer natürlich wieder ein Anreiz. Er wird den Jeffrey jetzt dann bald einmal sehen. Das heißt, er wird versuchen, sich an ihn heranzubeißen, ihn dann irgendwann überholen. Für ihn persönlich quasi in dieser Phase dann etwas Positives. Zusätzliche Motivation. Es ist ja jetzt da ein absoluter
Weltklasse-Athlet, den er da jetzt vor sich herjagt, wenn man so will, Lemmerwerk Ketema. Man sieht auch hier im Hintergrund die Gruppe schon, genau, schon kommen. Da ist nicht mehr viel Vorsprung, den Jeffrey Mutter, der hat auf den Österreicher mit seinen beiden Pacemakern, der weiterhin ausgezeichnet unterwegs ist. Und auch hier die beiden Pacemaker, die haben da jetzt ein wenig Luft, oder wenn man so will, Vorsprung. 2-3 Meter gegenüber der Gruppe, ist das Absicht oder sind die vielleicht auch für die Elitegruppe ein wenig zu schnell, die Pacemaker? Eigentlich sollte es jetzt nicht sein, dass das jetzt 2-3 Meter sind. Also wie ich zuerst schon gesagt habe, manche wollen das auch gar nicht, dass sie da wirklich auf den Fersen von den Tempomachern laufen. Denen ist es lieber, sie können wirklich selbst ihren Schritt wählen. Manchmal übertreiben sie Tempomacher allerdings und kriegen dann gar nicht mehr so richtig mit, wie weit der Abstand schon ist zu ihrer Gruppe, die sie eigentlich führen sollen. Aber ich glaube, momentan hält sie das nur im Rahmen, ja. Ja. Günter Weidlinger weiterhin im Führungsauto, hat alles unter Kontrolle. 51 Minuten sind sie unterwegs und wir kommen jetzt dann gleich auf die Dinghofer Straße, laufen damit also wieder Richtung Norden, in Richtung Innenstadt, Richtung Donaulände, ehe es dann in einer weiteren Schleife Richtung Landstraße geht. Und während sie hier jetzt in die Dinghofer Straße abbiegen, schauen wir wieder zu Wolfgang Hütten. Wir sind da jetzt auf der Nibelungenbrücke und einige können schon diese imposante Kulisse hier bewundern. Das Lentos, das Brucknerhaus, die untere Donaulände, der Manfred und die Emily aus Kirchberg ob der Donau sind heute den Viertelmarathon gelaufen, haben bereits die Medaille umgehängt. Emily, wie war's? Episch. Episch. Wie war's für Papa? Stärker fürs Smash. War das heute ein kleines privates Familienduell, die Emily gegen den Papa? Nein, eigentlich nicht. Der Papa hat mir erklärt, dass normalerweise die Emily schneller läuft als der Papa. War so, stimmt, ja. War das der erste Viertelmarathon, den Sie gelaufen seid? Ja. Hat man da ein bisschen die Gelegenheit, dass man sich Linz anschaut während des Rennens oder bleibt da keine Zeit? Da bleibt keine Zeit, ne? Da muss man sich konzentrieren. Emily, wird da heute noch ein bisschen gefeiert zu Hause mit den Freundinnen? Ja, schau mal. Ja, und der Papa ist natürlich auch mächtig stolz. Sicher, nachher wird dann gegrillt. Dann wünsche ich euch alles Gute. Manfred und Emily aus Kirchberg ob der Donau haben es bereits geschafft. Damit wieder zurück zu euch, Thomas und Andrea. Das Lentos, eine hochkarätige Kunstsammlung und publikumswirksame Sonderausstellungen verpackt in einer modernen, außergewöhnlichen Architektur. Präsentiert werden Kunstwerke des 19. Jahrhunderts über die klassische Moderne Klimt, Schiele, Kokoschka und den Expressionismus bis hin zu aktueller zeitgenössischer Kunst. Das Bauwerk an der Donau beeinflusst die Stadtsilhouette untertags, aber auch nachts. Hier direkt am Strom zeigt sich, wie großzügig Linz sich in den vergangenen Jahren entfaltet hat. Hier ist die Donau längst nicht mehr nur blau, wie es der populäre Straußwalzer nahelegt, sondern bunt. Und das nicht nur in den Nachtstunden, wenn sich die sinnlichen Lichtinszenierungen, die unverwechselbaren Umrisse der Kulturbauten im Wasser spiegeln. Eine malerische Schatzkammer im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, der Linz-Marathon hat vieles zu bieten, viele Sehenswürdigkeiten auch entlang der Strecke. Andrea, bekommt man da, wie der Wolfgang Hütten auch vorhin gefragt hat, eigentlich etwas mit von Linz, wenn man da läuft? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich muss mich da fast ein bisschen Emilys Vater anschließen. Also ich bin meistens beim Wettkampffahren dann so fokussiert, dass ich nicht recht viel von der direkten Umgebung mitkriege. Es ist selbst so, dass ich die Leute, die an der Strecke stehen, selten mitkriege. Also die müssen mich wirklich ganz laut Hals anschreien und anfeuern. Und dass ich irgendwie mitkriege, okay, da steht jetzt einer. Und dass ich dann aber im Endeffekt im Süden noch sagen kann, wer war das, wer ist alle an der Strecke gestanden. Selbst da tue ich mir wirklich schwer, selbst wenn es meine wirklich besten Vertrauten sind. Ja. Also da gibt es nicht schon die Punkte, die sagen, ich war ja eh da und habe da zugewunken und zugeschrien und du sagst, aha, hab dich aber nicht gesehen. Ja, also ich weiß zum Beispiel wirklich auch ganz konkret, ich bin zweimal beim Berlin-Halbmarathon gelaufen, wo man ja durchs Brandenburger Tor läuft
Und ich habe jedes Mal wirklich nicht mitgekriegt, dass wir das Brandenburger Tor durchgelaufen sind, was ja doch wirklich jetzt nicht ganz klein ist. Ja. Alles klar. Also, aber das ist auch schon von Athlet zu Athlet verschieden. Also manche können dann doch ein bisschen mehr wahrnehmen und manche sind wirklich ganz fokussiert nur auf die Strecke, auf die Kilometer, auf die Zeiten. Ja, ich glaube, bei der Spitzengruppe hier, die wir wieder im Bild haben, wie gesagt, die auf der Dinghofer Straße unterwegs ist, da wird das sicherlich so sein. Die werden da nicht links und rechts schauen, um da sich... Da sieht man gerade, 80, Kilometer 18 haben wir gerade passiert. Genau, bei 55,19. Wir kommen jetzt dann auch gleich zur nächsten Zwischenzeit bei 21, weil wir gerade Zwischenzeiten angesprochen haben. Vielleicht ein Blick auf die Damen. Die Edda Chepkoskei und die Tekla Kirongo, die beiden Kenianerinnen, sind bei Kilometer 9,4 bei 32,51 durchgelaufen und das ergebe eine hochgerechnete Zielzeit von 2 Stunden 27 Minuten, also doch deutlich unter den persönlichen Bestleistungen ja, der beiden. Also das ist wirklich eine große Überraschung, das ist eine sehr, sehr schnelle Zeit. Ich hoffe, sie haben sie jetzt nicht übernommen auf dem ersten Viertel, aber sie sind zu zweit. Und haben ihren Tempomacher noch dabei. Also ich hoffe, wir können uns über ein positives Ergebnis freuen. Ja. Da gibt es wieder die nächste Verpflegungszone für die Spitzenläufer, die in der Fabrikstraße jetzt gleich in Richtung Dammitzstraße abbiegen werden. Da geht es einmal links wieder hoch in Richtung Süden. Wie gesagt, das ist diese Schleife in der Innenstadt, die ja zweimal zu laufen ist. Ist das ein Vorteil, dass man jetzt sozusagen einen Bereich schon läuft, den man dann auch im Schlussspurt unter Anführungszeichen noch einmal zu absolvieren hat? Ja, wie gesagt, also wenn man was nicht, mitbekommt. Genau. Ich glaube nicht, dass man die Spitzenathleten im Schluss fragen kann und die erzählen einem, ja genau, das bin ich dann schon mal gelaufen, das Stickel war zweimal. Also die Landstraße vielleicht schon, weil da wirklich eine dermaßen bombige Stimmung ist und da wirklich deutlich ein Unterschied ist zur restlichen Strecke. Aber ob sie sonst wirklich das mitkriegen, dass sie da jetzt zweimal diese Streckenabstieg gelaufen sind, ich meine, wir können sie einmal fragen. Genau. Wie ist es eigentlich? Wie bereitet man sich auf einen Marathon oder wie hast du das immer gemacht? Wenn du jetzt in Berlin gelaufen bist oder egal wo, hast du dir die Strecke im Vorfeld angesehen, den Streckenplan irgendwie auch Punkte an der Strecke angesehen oder geht man da an den Start und läuft einfach? Also ich schaue mir die Strecke sehr genau am Plan an. Also wenn ich... Also wie ich in Linz den Halbmarathon gelaufen bin, bin ich natürlich auch in Vorbereitung das mit dem Radl abgefahren, dass ich mir die Strecke anschaue, wenn ich halt die Möglichkeit habe, dass das jetzt quasi in meiner Heimat ist. Ja. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, wenn ich zum Beispiel in Frankfurt gelaufen bin, dann schaue ich mir aber trotzdem die Strecke sehr genau an. Es ist auch oft, wird es angeboten vom Veranstalter, dass man ein oder zwei Tage davor einmal mit so einem Athletenbus die Strecke abfährt. Das hilft einem auch, dass man ein bisschen einen Eindruck von der Strecke kriegt, auch sieht, wo sind die schwierigen Punkte, wo geht es ein bisschen bergab, wo geht es ein bisschen bergauf. Also das finde ich schon wichtig und es ist auch, was mir persönlich immer das Wichtigere noch ist, sind eigentlich die letzten 5 Kilometer, weil da kann es dann schon sein, also dass man zusätzliche Motivation noch braucht, dass man sich denkt, okay, da bin ich schon, der Punkt ist, jetzt geht es nur mehr da um die Kurve und dann geht es nur mehr gerade oder dann kommen noch die und die Anstiege oder da zum Beispiel ein Kopfsteinpflaster. Also die letzten 5 Kilometer, die sind wirklich die für mich persönlich bei so einer langen Strecke dann trotzdem immer die wichtigsten sind, die man auch im Vorfeld genau anschauen will. Und die Spitzengruppe ist mittlerweile nur mehr 10 Mann stark. Also da ist wieder einer der Top-Athleten sozusagen rausgefallen. Ich kann noch nicht sagen, wer es ist. Werden wir aber dann gleich bei der nächsten Zwischenzeit mitbekommen. Ich habe ihn in der Zwischenzeit... Kann es sein, dass er nur ein Tempomacher war, der ausgestiegen ist? Könnte natürlich auch sein. Ich habe mir in der Zwischenzeit kurz einmal die Zwischenzeiten beim Halbmarathon angesehen. Da gibt es ja
österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich auf die Marathon-Staatsmeisterschaft vorbereiten, die in Salzburg stattfindet, in knapp einem Monat. Und die Athleten sind eigentlich auch vorn bei den Damen. Karin Freitag, die Siegerin des letzten Jahres, die ist bei 9,4 bei 34,47 durchgekommen, hat da schon 3 Minuten Vorsprung auf ihre Verfolgerin aus Italien, auf die Doris Weißsteiner. Und auch bei den Herren ist eigentlich der große Favorit aus Österreich da ganz vorne zu finden. Mit 30,07 hat er die Zeit ausgelöst. Endres Seid, ebenfalls jener Mann, der heuer Staatsmeister werden möchte im Marathon. Ja. Und auch also für beide sind das sehr, sehr gute Durchgangszeiten. Also sowohl für den Endres als auch für die Karin, das schaut gut aus. Ja. Wie gesagt, da sind wir gespannt. Die werden ja dann auch schon in der nächsten Zeit, sind ja natürlich auch auf derselben Strecke unterwegs, sind auch schon in Richtung Landstraße unterwegs und für die endet dieser Marathon in Linz ja dann in wenigen Minuten und wir werden natürlich dann auch schauen, wer diesen Halbmarathon gewinnt, während die Spitzenathleten jetzt dann gleich in die Landstraße einbiegen. Gleich Kilometer 20 absolvieren und dann zum ersten Mal sozusagen das Gefühl haben, fast schon ins Ziel zu laufen. Wie schwer ist es eigentlich, wenn man schon in Richtung Ziel läuft und dann 300 Meter vor der Ziellinie links abbiegen muss und nur mal 20 Kilometer laufen muss? Ich glaube, das ist eher so, dass man sich das immer so vorstellt, aber für die Marathonläufer, die sind ja fokussiert darauf, dass sie jetzt 42 Kilometer zu absolvieren haben und da denkt man bei 20 ist noch nicht unbedingt so, okay, jetzt, da ist Fahrrad eigentlich das Ziel, sondern also das ist einem schon, also zu dem frühen Zeitpunkt unter Anführungszeichen spielt ja das Ziel noch nicht so eine große Rolle. Also die sagen, jetzt haben wir gerade mal warm gelaufen, wir wollen jetzt da noch 20 ich meine, das Kilometer Gute, also jetzt nicht für die absolute Spitze, weil man sieht, da können auch unsere besten Halbmarathonläufer natürlich nicht mithalten. Aber für ein bisschen weiter hinten, da ist es für die Marathonläufer auch relativ angenehm, dass eben halt die Halbmarathonläufer auch mitlaufen, weil dadurch das Feld ein bisschen dichter ist. Das ist halt, die Halbmarathonläufer laufen dann halt bei Kilometer 20 weg, laufen Richtung Ziel und da wird das Feld dann einfach dünner. Ist ja klar. Hier die Spitze, wie gesagt, auf der Landstraße unterwegs. Da jetzt auch dann das angesprochene Kopfsteinpflaster, diese ungute Passage. Wobei man da natürlich als Athlet versucht, so wenig wie möglich auf dem groben Pflaster zu laufen, sondern eher auf, wenn es geht, asphaltierten, was auch immer. Wie gefährlich ist es eigentlich mit den Straßenbahnschienen, die da auf der Landstraße natürlich auch sind? Muss man da auch ein wenig aufpassen drauf? Die Straßenbahnschiene, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mich immer relativ wenig beeindruckt. Also auch wenn man draufsteigt oder so, also man bleibt ja nicht hängen jetzt. Ja. Es ist ja nicht, also wenn es heute regnen darf und das Ganze extrem nass ist, dann sind sie ein bisschen rutschig, aber das ist ja nicht der Fall. Also man kann auch direkt eigentlich auf den Schienen ungefährdet laufen. Ja. Und wir sehen es, das Feld wird jetzt eigentlich langsam, aber sicher, ja, wenn man so will, dünner und dünner, denn vorne weiterhin die beiden Pacemaker, die sind noch im Rennen, der Gilbert B. und der Ben Tangos, die machen vorne unbeirrt das Tempo, aber die Athleten dahinter, die ja, haben doch schon teilweise ein wenig zu kämpfen. 2, 4, 6, 8 sind da jetzt noch mit dabei. Obwohl 8 Leute bis mehr oder weniger bis zur Halbmarathon-Marke gemeinsam zu bringen, ist eigentlich ja eh relativ gut. Also da können wir trotzdem davon sprechen, dass wir noch eigentlich nur ein kompaktes Feld haben. Interessant war jetzt einmal, wie es dem Jeffrey Mutter geht. Ist der noch dabei? Der ist, glaube ich, noch dabei. Werden wir aber dann, wie gesagt, gleich einmal sehen bei der Zwischenzeit, die jetzt dann gleich ausgelöst wird, wenn sie links abbiegen in Richtung Herrenstraße, Volksgartenstraße, wenn es sozusagen auf die zweite Schleife geht. Und hier ist auch schon dieses beeindruckende Bild. Da sind die Zuschauer vor Ort. Und ja, da geht links und rechts, das ist einfach wirklich, das sind die besten Passagen. Und das ist jetzt diese angesprochene Abzweigung. Geradeaus geht es in Richtung Hauptplatz und links geht es auf die zweite Schleife. Das sieht man, da hat gerade einer versucht, wahrscheinlich ein Staffelläufer, dass er da jetzt ein paar Meter mitläuft.
Da sieht man, wie schwer wirklich auch einem sehr trainierten Athleten, und es ist ja mit Sicherheit, dem das fällt. Und bei den anderen schaut es dermaßen leicht aus. Ja, die laufen schon. Man sieht sie ja links, ist er gelaufen. Die laufen schon 20 Kilometer. Der hat gerade einmal begonnen und hat Probleme, da mitzukommen. Wir sind jetzt in der Herrenstraße Richtung Volksgartenstraße. Geht es da jetzt in Richtung Unionstraße? Wie gesagt, die ersten 20 Kilometer sind absolviert und wir warten auf die Zwischenzeit, die jetzt da auch schon da ist. Wir sind bei Kilometer 21,1 durchgelaufen bei einer Stunde, 4 Minuten und 43 Sekunden. Okay, das ist, wenn man es mal zwei rechnet, kommt man halt knapp unter 2,10. Ja, die erwartete Zielzeit, die hochgerechnete Zielzeit, die der Computer da jetzt ausspuckt, der Zeitnahmencomputer, wäre bei 2:09:13. Das heißt, der Streckenrekord von 2:07:33 von Alexander Kutzin im Jahr 2007, der wird, so wie es aussieht, Bestand haben. Also ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, aber momentan schaut es nicht danach aus, als wenn wir heute einen neuen Streckenrekord bekommen. Gut, schauen wir vielleicht auf das Feld. Wie gesagt, die beiden Tempomacher. Der Jeffrey hat aufgegeben. Ach, das steht da. Ja, das tut mir wirklich leid für ihn. Ja. Also so hat er sich sein Comeback mit Sicherheit nicht vorgestellt. Und hier haben wir den Lemmerwerk, kein Thema dafür, immer Bild jetzt. Den Lemmer schaut sehr gut aus, wirklich, wenn ich das jetzt so beurteile, nur optisch, dann passt es noch recht gut. Jetzt bin ich gespannt, wann er bei der Halbmarathon-Marke durchkommt. Da warten wir noch, ist noch nicht durch. Wie gesagt, 9 Mann, die Spitzengruppe, vorne weiterhin die beiden Tempomacher, die immer noch mit dabei sind. Der Lehmer hat ja, wie er seine Bestzeit aufgestellt hat, von 2:14:23 in Rio. Relativ eher knapp das Olympialimit damals verpasst. Das und da haben wir jetzt den Zieleinlauf vom Halbmarathon. Der Seid Endres ist da in Richtung Ziel unterwegs. Da ist er schon. Ah, rechts im Bild, da läuft er in Richtung Sieg beim Halbmarathon. Jener Mann, der schaut recht entspannt aus. Ja. Läuft noch nicht einmal über die Matte. Na, gell. Endres Seid. Endres, einmal über die Matte zum Zeitauslösen. Er wohnt ja auch gleich in deiner Nähe, genau, in Pinksdorf. Genau, wir haben schon mehrmals gemeinsam trainiert, ja. Hat eine persönliche Halbmarathon-Bestzeit von 1:07:58, also da ist er weit drunter. Ah, jetzt begleitet er den Jeffrey, oder? Oder? Ich glaube, Jeffrey Mutter läuft hier, ja genau, Jeffrey Mutter läuft hier ins Ziel, wenn ich mich nicht täusche. Was war das jetzt für Zeit? 1:07 und werden wir gleich haben, kleinen Moment, auf alle Fälle unter seiner persönlichen Bestleistung. Ganz klar. Man muss bei den Halbmarathonläufern muss man ja eigentlich ungefähr Minuten abrechnen, weil die starten zwar gleichzeitig mit den Marathonläufern, aber die Startmatte liegt ja verschoben ungefähr um 250 Meter, weil die auf der anderen Seite von der Brücke starten. Das heißt, wir können da noch ein bisschen was abziehen. Wir sehen das dann am Computer. 28 Jahre ist Seid Endres alt, seit 2011 in Österreich und er bereitet sich, wie gesagt, auf die Marathon-Staatsmeisterschaft vor. Letztes Jahr ist er ja schon Staatsmeister geworden im Marathon und auch heuer möchte er diese Zeit schaffen. Im Ziel habe ich ihn noch nicht, aber die Zeitnahme rechnet ja immer auch gleich diese eine Minute, die du angesprochen hast, heraus. Wir sind dann gespannt, während hier die Spitzengruppe in Richtung Wendepunkt unterwegs ist auf der Unionstraße. Jetzt hörst du noch kurz die Geschichte vom Lehmer und seiner Bestzeit. Genau. Also da wollte er, also das war einfach ein ganz normaler Stadtmarathon in Rio de Janeiro, wo er sich auch für die Olympischen Spiele qualifizieren wollte. Und da ist er eben 2:14:23 gelaufen und das Limit für die Spiele wären 2:14:00 gewesen. Und was halt irrsinnig schade ist, wenn man weiß, wie diese 2:14:23 zustande gekommen sind, weil er war da gemeinsam mit einem anderen Athleten an der Spitze, ohne Tempomacher, also das waren zwei Konkurrenten.
Und dann haben es bei Kilometer 30 auf einmal ein taktisches Spielchen begonnen, weil keiner führen wollte und jeder die Führungsarbeit dem anderen überlassen wollte, sodass sie dann immer langsamer geworden sind, bis sie sich dann endlich dann doch wieder entschieden haben, so, und jetzt geht es wieder richtig schnell weiter. Und ich bin mir relativ sicher, dass bei diesen taktischen Spielchen leider die 23 Sekunden draufgegangen sind, die ihm dann leider nachher gefehlt haben. Ich habe jetzt noch keine Siegerzeit vom Seid Endriss, dafür habe ich aber die Durchlaufzeit bei 21,1 Kilometer vom Lemmerwerk Ketema, unserem Österreicher. Und der ist durchgegangen bei 1:06:21. Also 1:06:21, das ist sehr, sehr gut für den Lema, ja. So, und jetzt kommt der Endriss Zeit ins Ziel, also 1:10 ist er jetzt. Das war dann vorhin zwei Marathon-Teilnehmer, die sozusagen abgekürzt haben. Jetzt ist der Zeit Endriss im Ziel. Okay, da hat er zuerst einfach den Mutter noch einer begleitet. Genau, da hat den Mutter einer begleitet. Und deswegen begleitet. Wollte er auch nicht direkt durchs Ziel laufen, alles verständlich. Ja. Jetzt aber. 1:10:32. Ja, da ist er ein wenig über seiner persönlichen Bestleistung geblieben, aber als Marathon, also Vorbereitung auf die Staatsmeisterschaft natürlich absolut optimal. Da muss man ja nicht unbedingt auch einen Rekord laufen. So wieder Lemmerwerk, wenn man jetzt wieder zum Lemmerwerk kommen, der ja erst vor 4 Wochen bei der Weltmeisterschaft im Halbmarathon in Valencia mit einer persönlichen Bestzeit von 1:03:57 überzeugt. Ja. Aber so ein Halbmarathon, 4 Wochen vor dem Marathon, das geht recht gut, den kann man auch noch voll laufen, ja. Ja, der Lemmerwerk also voll auf Kurs, wenn man so will, mit 1:06:21 bei 21,1 Kilometer. Da ist er durchaus auf diesen Zeit unter 2:14. Das wäre eine persönliche Bestleistung. Und mit seinen zwei äthiopischen Pacemakern, wie du vorhin gesagt hast, hat er noch sehr, sehr frisch ausgesehen. Während hier die Spitze, wie gesagt, zur Wende unterwegs ist. Und wie es bei den Labestationen zugeht, das hat sich oder sieht sich jetzt einmal Wolfgang Hüttner. Sie ist derzeit das Objekt der Begierde, diese Labestation an der unteren Donaulände. Bei der Gelegenheit einmal ein herzliches Dankeschön den vielen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind Tausende von Bananen, Tausende Liter Mineralwasser, isotonische Getränke. Darf ich bitte auch eine Banane haben? Normalerweise kriegen das bei uns immer nur die Läufer, aber ich glaube, ich mache Ausnahme bei Ihnen, weil Sie mich so nett gefragt haben. Bitte sehr. Dankeschön, danke. Und wie immer zuständig dafür sind die Naturfreunde in Urfa. Die haben heute alle Hände voll zu tun. Burschen, wie seid ihr da organisiert? Ja, wie gesagt, von den Naturfreunden Linz sind wir organisiert. Und wir haben uns heute halt da standweise aufgeteilt, je nach Notwendigkeit der Anzahl der Personen, damit die Leute gut und schnellstens versorgt werden mit Getränken und mit Bananen. Ich hab's erwähnt, ihr habt tausende Liter von Mineralwasser, isotonische Getränke vorbereitet und die Sonne brennt runter. Sind die Leute, die Läuferinnen und Läufer heute besonders durstig? Ja, wir haben schon das Gefühl, dass sie erstens sehr verschwitzt angekommen sind und unseren Stand mit Wasser sozusagen regelrecht gestürmt haben. Gibt es welche, die besonders viel trinken, oder gibt es welche, die sagen, nein, ich will gar nichts? Das kann man eigentlich so bei diesem Tempo, was die vorbeilaufen, gar nicht so konstatieren. Die einen haben da was zum Trinken, weil sie vom vorherigen Stand noch versorgt sind. Und die anderen, die haben gerade ausgetrunken und stürmen schon wieder zur nächsten Flasche. Also, es ist alles aufmagaziniert. Jede Menge Bananen, jede Menge Mineralwasser. Den Naturfreunden ein herzliches Dankeschön. Weiterhin ein gutes Gelingen. Und damit wieder zurück ins Studio zu Thomas und Andrea. Mittlerweile sind die Athleten bei Kilometer 25 fast schon vorbei. Jetzt auch eine, wenn man so will, ja, eher ungewöhnliche Geschichte, diese Wendegeschichte, wenn man einfach eine Straße rausläuft, einmal um einen Pflock rum. Man sieht hier, sie kommen zur Wende und wieder retour. Auch eine ungute Geschichte, über die plaudern wir gleich. Aber jetzt wollen wir mal hören, was der Seid Endriss, der Sieger des Halbmarathons, bei Denis Pankowski zu sagen hat. Ja, und dem gratulieren wir gleich recht herzlich. Sieger des Halbmarathons, und der kommt aus Oberösterreich, sogar aus Gmunden. Gratulation, Endriss, wie war es denn heute zu laufen? Doch schon relativ warm. Ja, ich mache ja warmes Wetter. Die Temperatur war gut.
Und das Publikum auch super. Es war Wahnsinn. Das ist, ja, in Linz laufen, das ist immer Wahnsinn. Das ist wahnsinnig gut. Noch dazu als Oberösterreicher, sozusagen als Local Hero. Ja, das ist auch super. Der Halbmarathon-Sieg in Oberösterreich geblieben, das ist auch gut. Ihre persönliche Bestzeit steht bei 1:07:55. Heute waren es doch knapp 1:10. Inwieweit muss man da doch etwas enttäuscht sein, was die Zeit betrifft? Ja, ich wollte nicht schneller laufen, weil diese heute ist Vorbereitung für Stadtmeisterschaft und Marathon. Ja, das ist der Versuch für Vorbereitung für Marathonlaufen. Also sozusagen noch ein paar Körner aufgespart. Ja, schon, ja. Also, das ist der Sieger des Halbmarathons, ein Österreicher, ein Oberösterreicher. So kann es durchaus weitergehen, wird es natürlich beim Oberbank Linz-Donau-Marathon, beim Großen nicht. Aber schön, wenn wir auch hier einem Local Hero gratulieren dürfen. Wieder zurück zum Thomas und zu Andrea. Ja, Andrea, der Zeit schaut gut aus, wenn man so will. Der Andres Zeit, ja. 1:09:24 seine Siegerzeit. Frisch eine, wenn man so will, optimale Vorbereitung auf die angepeilte Marathon-Staatsmeisterschaft. Genau, also es kommt natürlich darauf an, was er sich vorgenommen hat. Manche laufen einfach in so einer kurzen Vorbereitung vorm Marathon einfach dann ihr gewünschtes Marathon-Tempo. Ich weiß jetzt nicht, was sich der Andres Zeit für Salzburg vorgenommen hat an der Zeit. Aber grundsätzlich, also er ist mit Sicherheit komplett allein diese ganze Strecke gelaufen und war eine gute Vorstellung, ja. Er hat die Temperatur, oder der Denis Pankowski hat auch wegen der Temperatur gefragt. Er hat gemeint, es ist noch im Rahmen, wir haben jetzt kurz mal geschaut, 17 Grad ungefähr draußen die Außentemperatur, das ist schon zu warm, Grad. Oder? Wird schon langsam grenzwertig, also er ist jetzt schon im Ziel, hat das Glück, die anderen haben noch eine Stunde zu laufen, es wird natürlich wärmer werden. Afrikaner halten natürlich grundsätzlich wärmere Temperaturen ein bisschen leichter aus als Europäer, aber grundsätzlich muss man trotzdem davon ausgehen, also wärmer sollte es bei optimalen Bedingungen nicht mehr werden. Jetzt ist gerade ein Tempomacher ausgestiegen, oder? Ich hoffe, es war nur ein Tempomacher. Ja, da ist jetzt der Tempomacher ausgestiegen und während hier dieser Tempomacher aufgibt, schauen wir auch zu einem Mann, den wir eigentlich noch laufend sehen hätten wollen, nämlich Jeffrey Mutai, der Mann, der zweitschnellste Marathonläufer aller Zeiten, ist ja schon ins Ziel gelaufen, wie wir gesehen haben, und der steht jetzt bei Denis Pankowski. Ja, Geoffrey Mutai, der Mann, der hier aufgrund seiner persönlichen Bestmarke als großer Favorit beim Oberbank Linz-Donau-Marathon an den Start gegangen ist, der steht jetzt schon bei mir eigentlich viel früher, als wir alle erwartet und erhofft hätten. Hat er schon Boston gewonnen, hat New York gewonnen, hat Berlin gewonnen. Geoffrey, we wanted you to finish, of course, we wanted you to win here in Linz, of course. What happened? Was ist passiert? Warum steht er schon hier bei uns? First of all, I thank you, the organizer, for inviting me. Although I tested myself in the race, I tested myself and I feel that I belong due to race, even in race. And I say, let me drop with the base of my first group. And then I say, I will finish. I was to finish, although I was in back. I was not in the leading group, but I lost here in the finishing line. I didn't see the way. Also es hat da etwas Verwirrung geherrscht, er wollte am Anfang mithalten, hat aber dann, wir haben es ja auch gesehen in den Bildern, so bei Kilometer 9, 10, den Anschluss an die Spitzengruppe verloren und wollte dann eigentlich finishen, ist aber ins Ziel gelaufen, da war irgendwie eine Verwirrung bei einer Weggabelung. You didn't find the right way, is it right? We didn't show, there was no someone to show us the right way, so we follow each other until there is no road, and then we come back again, they show, tell us to go back to some few meters, 200 meters to, back there. So I saw that it will be too late. Maybe the ladies can catch us and I will not enjoy the race again. Also irgendwo da bei der Abzweigung, wo dann der Marathon abgebogen wäre gegenüber dem Halbmarathon und der ins Ziel gekommen ist, da ist irgendwo eine Verwirrung passiert. Da ist er dann plötzlich ins Ziel gelaufen. How big is your disappointment at this day at first marathon since 3 years? Wie groß ist die Enttäuschung jetzt beim Comeback nach 3 Jahren? I feel so embarrassed, I feel so painful. But this is not the end. I'll go back again and train well and prepare myself to race because I like racing. Hopefully we see you again in Linz next year. I will train myself and I hope I will be back again.
Also er wird hart daran arbeiten, dass das Comeback das nächste Mal positiv ausfällt und wird hoffentlich wiederkommen. Also Geoffrey Mutter, der große Favorit, schon viel zu früh im Ziel. Interessant mit einigen Fragezeichen. Zurück zum Thomas und zu Andrea. Na, das ist natürlich eine sehr unangenehme Geschichte jetzt. Wie auch immer sie sich wirklich zugetragen hat, aber das ist natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt hätten. Ja. Ja. Jetzt sieht man gerade die Karin ins Ziel laufen, die Karin Freitag ins Halbmarathon-Ziel. Ja, eindeutig, ihr Laufstil unverkennbar, Karin Freitag mit 1,19 in etwa. Wir werden dann die richtige Zeit dann gleich am Computer zu sehen haben. Genau, man kann ja fast immer eine Minute abziehen, dann ist es so ungefähr 1,18. Es ist im Rahmen ihrer Bestzeit sehr gut. Ja. Ja, 1,17,05, die persönliche Bestzeit der 38-Jährigen, die sich auch hier in Linz auf die Marathon-Staatsmeisterschaft vorbereitet. Das muss man so sagen. Im letzten Jahr ist sie ja den Marathon gelaufen mit einer Zeit von 2,46,27. Heute eben die Vorbereitung auf dem Halbmarathon, wobei die Karin Freitag ja eine Athletin ist, bei der man sozusagen das Marathonlaufen so nicht anwenden kann, wo man sagt, im Frühjahr einen, im Herbst einen, die läuft auch, wenn es sein muss, einmal in 2 Wochen 2 Marathons. Genau. Also die Karin ist da sehr speziell, ist nicht unbedingt nachahmenswert. Die Karin kann das und sie hält das auch körperlich aus. Sie hat das schon mehrmals bewiesen, da war einmal in einem Jahr ist sie gelaufen, Wien-Marathon, Linz-Marathon und Wings for Life Run, alles innerhalb von 3 Wochen. Wobei dann der letzte Wettkampf der Wings for Life Run sogar der beste von diesen 3 war. Der ist ja der insgesamt 2. weltweit geworden mit einer sehr, sehr guten Leistung. Also die Karin hält das grundsätzlich aus, ist jetzt aber nicht so, dass es jetzt bitte jeder mal versuchen sollte. Gut, für Sie war es die Vorbereitung auf die Marathon-Staatsmeisterschaft. Ihre inoffizielle Siegerzeit lautet 1,19,46. Wirft mir hier meinen Zeitencomputer aus. Kommen wir nochmal zurück zu Geoffrey Mutai. Also das ist wirklich eine ganz, ganz dumm gelaufene Geschichte, wenn man so will. Er hat gemeint, er hätte den Marathon gerne fertig gelaufen, ist aber dann oder hat die Abzweigung links verpasst und ist in Richtung Hauptplatz gelaufen und ja, da war es dann schon zu spät. Ja, sollte eigentlich nicht sein. Deswegen gibt es die verschiedenen farbigen Startnummern, damit man weiß, der ist auf der Marathonstrecke, der ist auf der Halbmarathonstrecke. Also das ist wirklich dumm gelaufen und schade für den 37-jährigen Kenianer, der gemeint hat, der wollte unbedingt fertig laufen, auch wenn es nicht für ganz vorne gereicht hätte. Sehr positiv allerdings hier, dass wir sehen, die Frauenspitze, die noch immer gemeinsam laufen, die 2 Frauen gemeinsam mit ihrem Tempomacher, also das schaut wirklich sehr gut aus. Schaut auch vom Laufschritt her noch sehr gut aus. Und vor allem allein die Tatsache, dass sie zu zweit sind, macht das Ganze noch leichter. Und sie sind mittlerweile auch bei der Kilometer 21 Marke durch und zwar mit 1,13,34. Das wahnsinnig sind wir schnell. Also immer noch auf einer Zeit unter 2,30. Ist für beide wirklich wahnsinnig schnell. Also vor allem für die Jepkoskei, die 2,37 als Bestzeit hat. Also da muss man wirklich sagen, 1,13 durchzugehen. Ja, das ist ganz, ich hoffe, ganz sie stark. Kommt ins Ziel. Aber derzeit schaut es wirklich sehr gut aus. Ja, wir sind gespannt. Beide 24 Jahre jung, also die sind noch nicht so viele Marathons gelaufen, wie wir zu Beginn der Sendung ja mal kurz gesprochen haben, sondern für die ist das jetzt sozusagen Reinkommen in die Marathon-Distanz. Und das sieht ganz, ganz ausgezeichnet aus, wobei man ja das dazu sagen muss, dass beide... vor allem die Tekla Kirongo. Da hat man gerade gesehen, sie hat auf die Uhr geschaut, also, oder hat sie sie im Handgelenk? Ich sehe jetzt nicht einmal, ob sie die Uhr hat. Aber manche schreiben sie ja dann auf die Innenseite des Unterarms die Zwischenzeiten, die sie anpeilen, weil man eben manchmal wirklich so dusselig wird während des Laufens, dass man nicht mehr so richtig rechnen kann. Und dann kann man kurz vergleichen, ein kurzer Blick auf den Unterarm und man weiß dann, ob man noch im Soll ist. Und die Tekla Kirongo, das ist die Dame im Hintergrund, vorne Eda Jepkoskei. Wie gesagt, die Tekla Kirongo hat vor wenigen Wochen in Kenia einen 15-Kilometer-Lauf absolviert und den in 52 Minuten und 20 Sekunden zurückgelegt. Also
Das wird spannend. Die beiden schauen auch noch gut aus. Also da merkt man jetzt noch nicht wirklich irgendwelche Verschleißerscheinungen, meines Erachtens. Also das sieht ganz, ganz gut aus. Nein, schaut sehr gut aus. Man kann auch irgendwie interessanterweise halt erkennen, dass der Laufstil von beiden relativ unterschiedlich ist. Und die beiden jetzt auch zum vorhin schon mal angesprochenen Wendepunkt unterwegs. Also das ist der Punkt, wo man eine Straße rausläuft und jetzt dann gleich machen sie eine 180-Grad-Wendung und laufen wieder zurück. Wie beeinträchtigt einen das? Oder wenn man vorne ist und dann vielleicht auch die Konkurrenz sieht, wie weit der Rückstand ist, ist das ein wichtiger Punkt oder eher nicht? So, jetzt hier die Wende. Also die Wende ist jetzt von der Geschwindigkeit her natürlich blöd, weil man natürlich auf einen Nullpunkt einmal kurz hinkommt. Ja. Das heißt, man verliert ein bisschen an Zeit, nur dazu, wenn es so eine ganz so eine scharfe Wende ist. Ja. Auf der anderen Seite, ja, wie du zuerst gerade angesprochen hast, man läuft dann wieder seinen Konkurrenten entgegen. Man sieht dann auch, also wenn es einem gut geht, natürlich sehr, sehr positiv. Man sieht, wie viel Vorsprung man bereits herausgelaufen hat. Oft ist es auch so, dass die hinteren Athleten dann die Vorderen dann auch bei dieser Wendestrecke noch mal anfeuern können, was auch wirklich total positiv ist. Ja, und hier wieder die Spitze, die mittlerweile die 24-Kilometer-Marke bereits absolviert hat. Auch da gibt es eine Zwischenzeitnahme und da sind die Athleten bei 1:14:20, also vor 10 Minuten schon durchgegangen. Die errechnete Siegerzeit 2:09:56. Also jetzt wird es eigentlich schon so, dass man sagen muss, jetzt wird es. Jetzt müssen wir schon zittern um unsere 2:09. Ja. Genau. Sie sind noch zusammen. Ja. Es kann dann natürlich noch nach wie vor sein, dass vielleicht irgendwer noch ein taktisches Spielchen macht, dass er eigentlich noch ein bisschen mehr drauf hat, noch ein bisschen mehr Körner hat, die er vielleicht dann erst auf den letzten 10 oder vielleicht auch nur auf den letzten 5 Kilometer dann ausspielen will und dem es halt hauptsächlich um den Sieg geht und nicht um die Zeit. Ist natürlich genauso legitim. 6 Mann da jetzt noch an der Spitze. Auch der Lehmerwerk Ketema ist natürlich schon bei der 24-Kilometer-Marke vorbeigekommen. 1:16:26 da und die errechnete Zielzeit wäre 2:13:28. Damit wäre er tatsächlich um eine Minute schneller als seine persönliche Bestleistung. Und das angestrebte Ziel von einer Zeit unter 2:14, das ist durchaus in Reichweite. In Reichweite ist aber auf alle Fälle für den Lehmerwerk die Qualifikation für die Europameisterschaft 2:17. Genau. Also das sollte also eigentlich... Die Qualifikation für die Europameisterschaft, also... Da bin ich mir jetzt schon sehr sicher, da bin ich fast entspannt, dass er das schaffen wird. Die 2:14 wird natürlich noch hart werden. Jetzt kommt auch eigentlich erst der härteste Teil vom Marathon, wenn man halt dann Richtung 30 Kilometer kommt. Genau, diese 30 Kilometer im Wasserwald. Im Wasserwald, genau. Deswegen bitte, liebe Leute, geht's raus aus euren Häusern auf die Strecke hin, wenn ihr dort in der Nähe seid. Genau, das ist ja eigentlich optimal, jetzt vom Fernseher noch mitfiebern und dann, wenn er sozusagen kurz vor der Haustür vorbeiläuft, mal der Blick nach draußen anfeuern und dann wieder vor den Fernseher, um den Zieleinlauf mitzuverfolgen. Während hier die Spitzengruppe in Richtung Salzburger Straße, in Richtung Wasserwald unterwegs ist, werfen wir wieder einen Blick ins Ziel. Und zwar zu meinem Kollegen Dennis Pankowski, der hat nämlich die Halbmarathonsiegerin Karin Freitag vor dem Mikrofon. Ja, da gratulieren wir einer Tirolerin, Karin Freitag. Letztes Jahr haben wir sie gefeiert als beste Österreicherin beim Marathon, also über die 42 Kilometer Distanz. Heute in Vorbereitung auch auf die Staatsmeisterschaft, der Halbmarathon, der Sieg. Eine Siegerzeit von 1:19 herum, 2 Minuten über der persönlichen Bestleistung. Aber im Hinblick auf diese Vorbereitung denke ich mir mal durchaus zufrieden, oder? Ja, ich war schon zufrieden, weil ich mir circa eine Zeit um die 1:18 vorgenommen, 1:19, weil die Strecke ist doch leichtwellig und die Temperaturen waren jetzt am Schluss doch ein bisschen warm. Darum war ich total zufrieden, ja. Obwohl am Schluss über die Pflastersteine waren die Beine doch schon ein bisschen müde, ja. Was kann man denn von dieser Generalprobe hier in Linz mitnehmen Richtung Staatsmeisterschaft? Ja, die Stimmung und das Publikum und die Motivation für den Salzburg-Marathon. Kann man da irgendwas sozusagen in sich speichern, in sich aufsaugen von dieser Stimmung und das auch ein bisschen konservieren?
Ja, schon. Überhaupt, wie man am Schluss noch, wenn die Energie schon ein bisschen ausgeht, wie man da weiterkämpfen kann und sich selber motivieren. Und das kann man am besten beim Halbmarathon schon trainieren. Ja. Jetzt Platz 2 beim Marathon 2017, Platz 1 beim Halbmarathon 2018. Was kommt im nächsten Jahr? Wahrscheinlich vielleicht wieder der Marathon, wer weiß, ja. Gott, immer abwechselnd. Gratulation auf alle Fälle unserer Halbmarathonsiegerin aus Tirol, Karin Freitag. Zurück zu Andrea und zum Thomas. Ja, Andrea, du hast jetzt gemeint, nächstes Jahr kommt dann der Viertelmarathon. Scherzhaft, aber das ist nur scherzhaft bei der Karin. Doppelt scherzhaft, weil die mag definitiv die längeren Strecken viel, viel mehr. Ja. So, jetzt Karin schauen wir ist ja schon bei der Weltmeisterschaft über 100 Kilometer angetreten und gleich bei ihrer ersten Teilnahme hat sie eine wahnsinnig tolle Platzierung gemacht. Ich glaube, sie ist Fünfte damals geworden. Also wirklich sensationell. Und wir freuen uns damit über eine weitere österreichische Siegerin im Halbmarathon, das muss man so sagen. Es ist der 8. Sieg für Österreich bei den Damen. Du bist immer noch die Erfolgreichste mit 2 Siegen im Halbmarathon hier in Linz. Also vielleicht dann im nächsten Jahr, dass die Karin mit dir gleichzieht. Na, besonders stolz bin ich eigentlich nicht über die Siege, sondern über die Zeit, die ich da vor allem 2015 aufgestellt habe, wie ich der österreichischen Rekord gelaufen bin. 1:11:34. Da war ich damals und bin jetzt nach wie vor recht stolz über diese Zeit. Ja. Da kann man durchaus stolz sein, Rekordhalterin ja nicht nur im Marathon, sondern eben auch im Halbmarathon. Und ja, wer weiß, vielleicht bleiben die Zeiten ja noch lange, lange bestehen. Oder siehst du da irgendwo Konkurrenz, die deine Zeiten in nächster Zeit erreichen kann? Also es hätte in Österreich eine gegeben, der das auch absolut zugetraut hätte, die Jenny Wendt. Da war die leider in den letzten Jahren sehr stark immer wieder von Verletzungen eingeschränkt und hat jetzt vor circa 1 oder 2 Monaten ihren Rücktritt bekannt gegeben. Gut, die Spitzengruppe Andrea ist im Wasserwald unterwegs, läuft in Richtung 30 Kilometer Marke, 6 Mann noch an der Spitze, ein Feld so dicht, wie wir es schon lange, lange nicht mehr gehabt haben, das muss man so sagen. Und der Marathon in Linz, der Linz-Donau-Marathon besteht ja nicht nur, wie wir schon mehrfach gehört haben, aus den Marathonbewerben, aus den Laufbewerben, sondern es gibt auch jedes Jahr die Handbiker zu sehen und da freuen wir uns auch über einen österreichischen Sieger, der jetzt meines Wissens bei Dennis Bankowski steht. Ja, die beiden Sieger, der erste und der zweitplatzierte im Handbike-Halbmarathon, die habe ich jetzt hier und für diese beiden Herren gehe ich sehr, sehr gerne in die Knie, das mache ich gerne. Beginn mit dem Sieger aus der Steiermark, Thomas Frühwirth, Gratulation. Sie haben ja fast eine Schallmauer geknackt, die 30 Minuten. Wie stolz ist man da heute? Und auch Kollege Walter Ablinger, Seriensieger hier in Linz geschlagen zu haben. Ja, es war super, haben wir gut durchziehen können, die Leistung. Natürlich, die 30 Minuten ist da wirklich in Linz nicht einfach zum Knacken. Ansonsten ist so, im offiziellen Paracycling ist der Walter doch eine Klasse unter mir. Also da brauche ich es für die Weltspitze, dass ich ein bisschen stärker bin wie er. War ein super Test. Wir haben jetzt in 3 Wochen den ersten großen Weltcup. Für dort ist der Aufbau hin. War ein sehr, sehr gutes Training und eine sehr, sehr harte Einheit und ein super Wettkampf. Und ja, natürlich fein, unter 30 Minuten zu bleiben und der Sieg perfekt gelaufen heute. Ja. Gratulieren wir recht herzlich. Walter Ablinger, zweitplatzierter Seriensieger eigentlich in Linz. Inwieweit muss man da heute von Enttäuschung sprechen, geschlagen von Tom Frühwirth? Nein, also wenn man von Frühwirth Tom geschlagen wird, den aktuell schnellsten Handbiker in Österreich, also das ist überhaupt keine Schande. Ja, ich habe mich richtig wohl gefühlt, ich habe meine persönliche Halbmarathonzeit auch um 1:20 unterboten. Also für mich ist es super aufgegangen, aber natürlich habe ich vom Tom profitiert, dass ich meine erste Hälfte mitgezogen habe vom Halbmarathon. Und ja, ist super gelaufen und jetzt freuen wir uns, dass wir Österreich bei den nächsten Weltcup und bei der WM heuer in Italien vertreten dürfen. Also ein Steirer vor einem Oberösterreicher, das sind die beiden Sieger beim Handbike-Halbmarathon in Linz. Ja, und hier sehen Sie noch ein paar Impressionen von diesem Handbike-Halbmarathon. Tom Frühwirth, der Sieger, gleich von Beginn weg an der Spitze.
Und Tom Frühwirth ist ja auch Medaillengewinner in Rio gewesen, genauso wie der Walter Ablinger, den Sie hier im Bild sehen. Und mit ihren Handbikes sind sie da bis zu 40 km/h schnell in der Linzer Innenstadt unterwegs gewesen. Eine beeindruckende Leistung der beiden Paralympic-Teilnehmer, die auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder für Furore sorgen werden bei diversen Weltcups und natürlich auch bei der Weltmeisterschaft. Beide ja fast, wenn man so will, eine Medaillenbank, genauso wie die Andrea Meyer neben mir, die ja bei Berglauf-Weltmeisterschaften eigentlich auch eine Medaillenbank ist. Aber wir kommen jetzt zurück zum Marathon. Wir sind bei Kilometer 30, wir sind im Wasserwald und jetzt kommen wir langsam aber sicher zur entscheidenden Phase dieses Marathons. Man sieht es, es sind noch alle 6 beisammen, aber diese 6 werden sich jetzt den Sieg auslaufen. Genau. Also Kilometer 30, rund um Kilometer 30 ist halt immer so eine kritische Phase, wo, wie gesagt, also man hat schon relativ viel Kilometer in den Füßen und das Ziel ist trotzdem noch nicht ganz nahe. Das ist mental auch manchmal ein bisschen schwierig. Die Durchgangszeit bei Kilometer 30 war 1:32:19. Das ergibt eine hochgerechnete Siegerzeit von 2:09:38. Also sind wieder Spur schneller geworden dann? Sie sind wieder schneller geworden und es könnte jetzt doch wieder eine Zeit unter 2:10 werden. Das ist ja sozusagen immer das Minimalziel der Organisatoren hier in Linz beim Marathon. Seit 2014 gab es keine Siegerzeit mehr, die schlechter war als 2:10:00. Und auch heute ist also eine 2:09 durchaus drinnen. Aber auch wenn sie zwischen 24 und 30 wieder schneller worden sind, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass es vielleicht wirklich ein bisschen taktisch geprägt ist und dass sie sehr wohl noch Kraftreserven haben. Auch der Lehmerwerk Ketema, unser Österreicher, ist da schon durchgegangen. Er mit knapp 2 Minuten und 40 Sekunden Rückstand, 2:35 exakt auf die Spitze. Und seine errechnete Siegerzeit, auch er ist schneller geworden, ist jetzt bei 2:13:16, also auch eine super unglaubliche Leistung des 32-jährigen gebürtigen Äthiopiers, der heute hier um den, ja, wenn man so will, um ein Spitzenresultat mitläuft, vor allem um eine persönliche Bestleistung läuft. Und da ist die persönliche Bestleistung, um das Limit für die Europameisterschaft, um das Limit eigentlich auch für die Weltmeisterschaft, die nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Weil da kann man sich auch, weil man Marathon ja nur so selten laufen kann im Jahr, kann man sich immer im Jahr davor auch schon qualifizieren. Man braucht dann nur mehr einen Leistungsnachweis im Rahmen eines guten Halbmarathons. Aber er könnte sich heute dann auch schon für die Weltmeisterschaft 2019 qualifizieren. Ja, und es ist eine absolute Topzeit, das muss man ganz ohne Zweifel so sagen, wenn er unter 2:14 läuft. Die österreichische Marathon-Rekordmarke liegt bei 2:10:47, aufgestellt ja von Günther Weidlinger am 25. Oktober 2009 in Frankfurt am Main. Und das ist ein Tempomacher, und zwar der Ben Tangus. Der hat seine Arbeit erledigt. Bei Kilometer 30 hat er gesagt, so, ab sofort lauft ihr alleine, mein Job ist getan. Und damit sind jetzt da vorne noch 6 Läufer mit dabei und die kämpfen sich langsam aber sicher zurück durch den Süden von Linz in Richtung Ziel. Bei den Tempomacher ist es halt so, dass die immer im Vorfeld schon quasi erfahren, wie viele Kilometer sie laufen sollen. Die meisten halten sich dann auch wirklich exakt daran, weil sie nämlich nicht nur heute beim Linz-Marathon Tempo machen, sondern vielleicht nächste Woche bei einem anderen Stadtmarathon. Und da muss man sich wirklich dann auch seine Kräfte gut einteilen, weil man halt, wie gesagt, mehrmals auch in der Frühjahrssaison drankommt zum Pacemaking. Wenn man so will, eigentlich auch so etwas wie ein Geschäftsmodell. Genau. Tempomacher. Ja. Muss man als Tempomacher auch noch spezielle Fertigkeiten haben? Ich glaube, man sollte wahrscheinlich so exakt wie möglich die vorgegebene Kilometerdurchschnittszeit laufen. Genau, man sollte ein relativ gutes Gefühl haben für das Tempo, was man gerade läuft. Und zusätzlich auch ein Gefühl für den Athleten, für den man paced, wie es dem gerade geht. Je besser man denjenigen kennt, seinen Athleten,
desto mehr hat man ein Gespür für ihn und dann funktioniert das eigentlich auch ohne Sprechen. Allerdings in diesem Fall, also da laufen Kenianer unter sich, wir würden auch die gleiche Sprache sprechen, können auch miteinander reden, aber je besser das natürlich ohne Sprechen funktioniert, desto besser, ja. Das war genau der Punkt, den der Lemmerwerk Kitema ja angesprochen hatte im letzten Jahr bei seinem Lauf hier in Linz. Da hat er eben keine äthiopischen Tempomacher gehabt und hat dann eben Verständigungsprobleme gehabt. Und wenn man, so wie der Lemmerwerk, seine Pacemaker nicht kennt, erst unmittelbar vor dem Marathon kennenlernt, dann ist es natürlich gut, wenn man zumindest dieselbe Sprache spricht und sich verständigen kann, um zumindest per Zuruf dem Tempomacher mitzuteilen, was gerade vonnöten ist. Genau. 32 Kilometer haben wir vorhin kurz gesehen, sind absolviert. Die letzten 10 Kilometer sind jetzt noch zu bewältigen. Die letzten 10 Kilometer, die für die Spitzengruppe wahrscheinlich auch hart ist, aber die vor allem für die Hobbyläufer, nehme ich an, immer ganz etwas Besonderes sind, diese ja, letzten 10 Kilometer, wo dann der Mann mit dem Hammer schon hinterherläuft und sagt, hey, eigentlich einstellen, das braucht man jetzt alles nicht mehr. Oder wo der innere Schweinehund größer wird und der Mann mit dem Hammer dahinter steht, ja. Aber ich glaube trotzdem, also einfach da ist es halt dann eben halt das Wichtige, die Anfeuerung an der Strecke und man hat ja trotzdem die Motivation, ins Ziel zu kommen, man hat ja die ganze Zeit dafür trainiert. Da sehen wir den Lehmer wieder. Genau, Lemmerwerk Kitema, der Mann, der sich jetzt das Wasser über den Kopf schüttet. Also die Temperaturen doch schon ja, fast ein wenig zu warm vielleicht, aber er sieht noch gut aus. Vierter ist er im letzten Jahr hier in Linz geworden. In Rio de Janeiro hat er seine persönliche Bestleistung aufgestellt. 2:14:23 und die möchte er heute unterbieten. Und er versorgt hier jetzt seinen Tempomacher. Also man sieht auch, er hat nur einen Tempomacher, allerdings er hat noch einen und wir sind bei Kilometer 30 bereits schon vorbei. Ja, 32 sind wir da jetzt schon. Das heißt, es ist sehr, sehr gut. Also ein Tempomacher, der mehr als 30 Kilometer einem Marathonläufer hilft, der ist wirklich goldeswert. Und der Lemmerwerk sieht gut aus. Frauen tun sich da meistens ein bisschen leichter, weil es Männer da mehr gibt, die dieses Tempo laufen können. Die Männer haben es da meistens schwerer, aber es schaut wirklich sehr, sehr gut aus für den Lemmer jetzt, ja. Ja, wir drücken natürlich die Daumen, dass er tatsächlich unter 2:14 ins Ziel kommt. Es sieht ganz danach aus. Die errechnete Zielzeit bei Kilometer 30 war 2:13:16. Also das sieht ganz danach aus, als würde er tatsächlich endlich schmerzfrei laufen. Am Freitag bei der Pressekonferenz hat er gemeint, ich fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr. Ich habe endlich keine Schmerzen mehr. In den letzten Jahren hat er immer wieder Probleme gehabt. Ich wollte gerade sagen, es schaut fast der Lehmer besser aus als ein Tempomacher, aber das hat mich jetzt nicht getäuscht. Der Tempomacher, der ist rausgegangen. Ja, und jetzt muss er sich die letzten 10 Kilometer alleine durchkämpfen. Allerdings, er wird Leute von vorne noch einsammeln, die von vorne zurückfallen. Da bin ich mir sicher, dass er noch einige Plätze gut machen wird. Und allein die Tatsache, dass er so gut mit der Zeit drauf ist, also das wird ihn beflügeln. Da sind wir ganz fest davon überzeugt. Ja, wie gesagt, mental extrem stark. Und ja, wenn der eine oder andere hier aus der Spitzengruppe das Tempo nicht mehr mitgehen kann und zurückfällt, den hat er dann vor sich. Das ist ja dann auch wieder dieses Mentale, dass man sagt, hey, da kommt einer von vorne, den kann ich an jetzt... An den sauge ich mich quasi an. Und das so weit ist er nicht zurück. Ganze 2 Minuten hinter dieser Gruppe ist der Lemmerwerk Kitema unterwegs. 2:35, um exakt zu sein. Und auch die Spitzengruppe wird kleiner. 5 Leute nur mehr. Genau, nur mehr 5 Mann. Jetzt ist die Frage, Mann sind halt manche dabei zurückgefallen oder sind sie gleich ausgeschieden? Ich hoffe, sie sind nur zurückgefallen. Das wäre halt gut für den Lehmer, ja. Ja, das wäre ganz, ganz fein, wenn er da auf den einen oder anderen auflaufen kann. Aber man sieht, da vorne setzen sich jetzt zwei. Man sieht bereits, auch diese Gruppe zerreißt. Genau. Ja. Da geht jetzt das Tempo in die Höhe vorne. Jetzt wird es also so richtig ernst. Wir sind knapp vor Kilometer 35. Wir sind jetzt dann gleich wieder auf der Wiener Straße in Richtung Zentrum unterwegs. Also ich weiß nicht, wer das jetzt gerade ist, aber der dritte Person momentan, der mit dem schwarzen Dress, der muss sich jetzt wirklich überlegen, schließt er noch einmal auf, schafft er diese Lücke zu schließen.
weit, sonst wird sie zu groß. Ja? Oder bleibt er gemeinsam mit dem vierten Läufer zusammen? Stefan Kiplagat mit der Startnummer 13 liegt ganz in Front, in Führung. Ein Mann, der in Brüssel schon einen Marathon für sich entscheiden konnte. Und zwar im letzten Jahr, im 2. Oktober 2017 war das. Und da hat er die Zeit 2:11:44 hingelegt. Und wir sind gespannt, ob er, oder nicht gespannt, jetzt ist er mal auf dem Weg zu einer eigenen neuen persönlichen Bestleistung. Stefan Kiplagat aus Kenia, wie gesagt, in Brüssel im letzten Jahr hat er gewonnen. Und sein Management hat den Mann aus Kenia angepriesen, wo es geheißen hat, er kann unter 2:10 laufen. Hier Elia Kemboi im Bild mit der Startnummer 3. Eigentlich ein Mann, der eine persönliche Bestleistung von 2:07:34 zu Buche stehen hat. Aber auch er kann hier dem Tempo von Stefan Kiplagat nicht folgen, der sich jetzt auch tatsächlich von seinem letzten Verfolger absetzt, wie wir sehen. Na, jetzt scheint wirklich eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Jetzt ist offensichtlich, also jetzt ist definitiv also der letzte Tempomacher draußen. Das heißt, es ist nur mehr Kampf Mann gegen Mann. Und wir sind gespannt, ob der Stefan Kiplagat tatsächlich hier dieses Tempo, das er jetzt anschlägt, bis ins Ziel bringt. Knapp 8 Kilometer hat er noch vor sich. Haben wir noch eine Zwischenzeitmatte dazwischen? Ja, wir bekommen bei Kilometer 35, wo sie jetzt dann gleich vorbeikommen werden, eine letzte Zwischenzeit. Und auf die sind wir natürlich schon gespannt. Bei Kilometer 35,1, die werden sie jetzt dann gleich absolvieren. Und jetzt zerreißt das Feld. Also ja, da ist jetzt einfach das Tempo noch einmal angezogen worden von Stefan Kiplagat. Und der sprengt jetzt das Ganze. Es könnte natürlich trotzdem nach wie vor sein, dass er sich jetzt ein bisschen übernommen hat, dass er einfach einen Zwischensprint eingelegt hat und es nicht ins Ziel bringt. Allerdings ist also vom Laufschritt her schaut es derzeit wirklich sehr gut aus. Ja, hier schaut er auch noch locker aus. Im Bild. Unglaublich stark und innerhalb, wenn man so will, eigentlich 100 Meter ist dieses Spitzenfeld, ein Sextett, das war zersprengt, genau. Wie geht man da jetzt um als Athlet, wenn man sagt, ich kann da jetzt nicht mit, soll ich mich nochmal rankämpfen und mich komplett in die Luft sprengen oder? Ja, da muss man wirklich sehr genau auf sich selbst, auf seinen Körper horchen einmal, schafft man es, also quasi im Sog des anderen mitzulaufen, ist zwar eine Spur leichter. Wann das Tempo aber um so viel zu hoch ist, als man momentan selbst laufen könnte, bringt es nichts, weil man in diesem Tempo nicht ins Ziel kommen wird und dann irgendwann einmal schwer dafür büßen wird. Da ist es dann natürlich besser, man läuft sein eigenes Tempo weiter. Das kann man maximal 300-400 Meter wahrscheinlich machen, so über den Limit zu laufen und nicht dann komplett einzugehen. Also das ist eine... Also es ist jetzt schon anders wie beim Radfahren. Im Radsport ist es viel mehr, der Radsport ist viel mehr geprägt davon, dass mal Ausreißattacken erfolgen, die gar nicht ernst gemeint sind. Das ist eigentlich beim Laufsport nicht. Ja. Also wenn der jetzt da eine Attacke setzt, hat er auch die Überzeugung, dass er das schafft bis ins Ziel. Da war gerade die 35-Kilometer-Marke. Genau, gesehen, da ist jetzt dann gleich die Zeitmatte, die ist bei 35,1. Wir warten auf die Zwischenzeit, sind gespannt, was da jetzt rauskommt. Haben wir die 30 Kilometer Zeit von den Frauen schon? Die 30 Kilometer Zeit von den Frauen, die haben wir mittlerweile auch. Die 30er Zeit von den Frauen ist bei 1:45:20. Damit sind wir auf einer Siegerzeit von 2:27:55. Wahnsinn, noch wobei, immer sehr, sehr schnell. Da sind beide zusammen? Nein, die Tekla Kirongo mittlerweile alleine läuft. Die hat die
Eda Cepkos-Guy um 20 Sekunden abgehängt. Also die Thekla ist alleine. Da ist jetzt die Frage, ob ihr Tempomacher noch mit dabei ist. Ja. Wir sind gespannt. So, die 35er Zeit. Robert Kipkemboe, der Mann ganz vorne. Stefan Kiplagat, der Mann als Verfolger im weißen Trikot. Und bei 1,47 sind wir bei 35 Kilometer durchgegangen. Und das wäre jetzt 2,09,21 die angepeilte oder die erwartete Siegerzeit. Also vielleicht, wir werden jetzt eigentlich immer schneller. Na, da bin ich eigentlich wieder optimistisch. Also das unter 2,10 wird auch heuer die Siegerzeit stehen. Robert Kipkemboe, der Kenianer mit der Startnummer 7, 2:09:32 hat er als persönliche Bestleistung stehen. Man sieht, dass da auch die Halbmarathonläufer quasi auf derselben Strecke sind. Die werden jetzt gerade überholt. Ja, genau. Wir sind nämlich schon wieder in Richtung Bulgariplatz unterwegs. Also da ist man jetzt wieder auf diesem Part, den die Marathonläufer zweimal laufen müssen. Und der Robert Kipkemboe ist eigentlich ein Mann, der als letzter Eliteläufer verpflichtet wurde. Der hat gemeint, der hat sich die Marathons im Frühjahr angesehen und hat gemeint, ich bin noch relativ jung, ich möchte einen Marathon, wo es schnelle Zeiten möglich sind. 2:09:32, wie gesagt, seine persönliche Bestleistung. Und er ist jetzt auf dem Weg alleine zum, wenn man so will, Sieg bei der 17. Auflage des Linz-Donau-Marathons. Sind wir gespannt, ob er es bis ins Ziel bringt. Er, wie gesagt, mittlerweile am Bulgariplatz unterwegs. Kilometer 36, 37. Jetzt heißt es noch einmal so richtig auf die Zähne beißen. Wir sind gespannt. Ich glaube, Sie informieren ihn auch darüber, dass er wirklich eindeutig Richtung Bestzeit unterwegs ist, weil das motiviert natürlich zusätzlich, dass man weiß, dass man führt und dass man vermutlich den Sieg nach Hause tragen wird. Es sieht ganz danach aus, er läuft ausgezeichnet vor ihm, Günther Weidlinger im Pacemaker-Auto, wenn man so will, im Führungsfahrzeug der Rennleitung, und der informiert ihn natürlich. Und das ist natürlich jetzt ganz besonders extrem, wie man den Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Hobbyläufern und dem Spitzenläufer sieht. Ja, der schluckt die im Sekundentakt. Es ist aber auch, glaube ich, ganz nett, wenn man da jetzt angefeuert wird von den Läufern. Genau, von das ist das, was ich zuerst erwähnt habe. Also wie gesagt, also die Hobbyläufer feuern dann auch wirklich an. Und das ist wirklich eine sehr, sehr nette Geste, weil die strengen sich natürlich auch an und brauchen jede Energie, um selbst zu laufen. Aber der Lemmerwerk Ketema ist mittlerweile auch bei 35,1 durchgelaufen, und zwar als Siebenter und mit einer Zeit von 1,51,08. Das heißt, immer noch locker unter der 2,14er Zeit. 2,13,23 wird da jetzt ausgerechnet als Zielzeit für den Lemmerwerk Ketema, der ja, wie wir gesehen haben, auch schon alleine unterwegs ist, genauso wie unser Spitzenreiter Robert Kipkemboe. Da ist er, der Lemmerwerk Ketema. Da ist er, das Kapperl hat er abgeworfen. Ja, es dürfte doch von Minute zu Minute, muss man ja fast sagen, wärmer werden. Schauen wir mal kurz, welche Temperatur wir haben. Ja, wir haben jetzt schon knapp 20 Grad. Mhm. Also es ist doch deutlich wärmer geworden. Aber für die letzten 7 Kilometer sollte eigentlich alles klar sein für den Österreicher, der auf dem Weg zu einer persönlichen Bestleistung ist. Also es schaut wirklich sehr, sehr gut aus. Es wird natürlich hart, oder es ist jetzt natürlich jetzt schon hart. Es war die ganze Zeit schon hart und ins Ziel wird es noch härter werden. Allerdings, wenn man halt mitkriegt, das führt zu einem guten Erfolg, zu einer sehr, sehr guten Zeit, dann ist es trotzdem beflügelnd und man nimmt die Schmerzen gerne in Kauf. Die Anstrengung. Ja, und auch er wird mittlerweile schon angefeuert von den Halbmarathon-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die da noch bei Kilometer 15, 16, 17 unterwegs sind, während die Spitze schon über
35, 36 Kilometer in den Beinen hat. Auch da versucht sich ein junger Nachwuchsathlet, Halbmarathon-Teilnehmer mit der Spitze. Schauen wir mal, wie viel Meter er mitkommt. Ja, ist schon wieder vorbei. Das war ein kurzes Feuerwerk. Ja, 20 km/h. Man darf das nicht unterschätzen. 20 Stundenkilometer. Fahren Sie einmal mit einem Fahrrad 20 Stundenkilometer so einfach durch die Gegend. Das ist jetzt mal schon ein Tempo, das man mit dem Fahrrad nicht immer erreichen kann. Genau. Außer man hat ein E-Bike. Ja, beeindruckende Bilder. Ja, wie gesagt, mittlerweile Wiener Straße schon wieder in Richtung Innenstadt unterwegs. Robert Kipkemboy. Ist immer die Frage, die ich auch oft gestellt kriege, ab wann kann man den Lauf dann richtig genießen? Also ich bin eine, die sich immer sehr, sehr lange nicht sicher ist. Also ich kann daran glauben, dass ich mein Ziel schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Erst wenn ich die Ziellinie schon im Blickfeld habe und dann kann ich erst anfangen, das richtig zu genießen. Da vorher strenge ich mich an und bemühe mich und glaube bis zuletzt, dass da irgendwer von hinten noch kommen könnte. Aber da sind natürlich die Athleten sehr unterschiedlich. Ist natürlich auch hart, wenn man da 2 Stunden 30 unterwegs ist und dann kann man gerade einmal eine Minute den Lauf genießen und das andere dafür ja, dann nachher dann. Das hält dafür so lange an. Ich kann mich erinnern, damals, ich war fast 2 Wochen lang in einem High drinnen, dass ich keinen Schlaf gebraucht habe, mich immer gut gefühlt habe, besser als jegliche Droge. Während hier der Robert Kipkemboy schon wieder in die Fichtenstraße, beziehungsweise nicht in die Fichtenstraße, sondern in Richtung Dinghofer Straße läuft, muss ich natürlich auch einmal nachfragen. Andrea, du wärst natürlich wahrscheinlich auch gern gelaufen hier in Linz, aber zurzeit geht es einfach nicht. Deine Knöchelverletzung ist noch nicht so weit. Also ich wäre sehr, sehr gern gelaufen. Also wie ich jetzt hergefahren bin, nach Linz, durch Linz mit dem Rad, weil natürlich fast alle Straßen schon wieder abgesperrt waren. Also einfach da bereits vorm Start die Stimmung, da habe ich mir schon leid gesehen. Wenn ich direkt an der Startlinie gestanden wäre, das ist immer für mich die imposanteste Stimmung. Also da sehe ich mich dann so richtig leid und auch wenn ich jetzt da die Strecke anschaue und die Läufer sehe. Also es ist nach wie vor der brennende Feuer in mir, dass ich mir denke, das möchte ich wirklich noch sehr, sehr lange weitermachen. Derzeit, ja, ich habe mir im Februar den Außenknöchel gebrochen und das erlaubt leider noch kein Laufen im Wettkampfmodus. Ja, für uns ist es gut, so haben wir dich als Expertin an unserer Seite sozusagen und du führst uns wirklich eindrucksvoll vor, was es heißt, Marathon zu laufen. Da ist auch schon ein Rettungseinsatz, also da dürfte schon der eine oder andere Halbmarathon-Teilnehmer sozusagen einmal kurz sich verpflegen lassen müssen, vielleicht auch der Hitze Tribut zollen. Ich hoffe, es war nichts Schlimmeres. Passiert leider auch immer wieder mal. Aber der Robert Kipkemboy ist auf dem besten Weg, als Sieger hier diesen Marathon zu beenden. Und auch der Lemmerwerk Ketema, den wir hier sehen, als bester Österreicher, auch als 7. zurzeit unterwegs. Also das wird ein auf alle Fälle ganz, ganz tolles Resultat, dass der Lemmerwerk hier herauslaufen wird in diesem absoluten Spitzenfeld, das hier. Ja, man sieht jetzt gerade, 37 hat er passiert, also er ist noch immer irrsinnig fokussiert. Also bei 37, da riecht man schon langsam den 40er und dann riecht man das Ziel. Ja, so ist es. Und er ist 1 Stunde 57 unterwegs, also da ist alles auf Schiene bei Lemmerwerk Ketema, dem 32-jährigen Österreicher, der seit 2015 für Österreich laufen kann. Da hat er nämlich die Staatsbürgerschaft erhalten und 2013 ist er von seinem Heimatland Äthiopien nach Österreich gekommen und er hält die österreichischen Fahnen hoch. Das muss man ganz ohne Zweifel so sagen. Bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft in Valencia am 24. März hat er erst eine persönliche Bestleistung im Halbmarathon aufgestellt und heute sieht es ganz danach aus, als würde er seine persönliche Marathon-Bestzeit von 2:14:23 doch deutlich unterbieten können.
Der Lehmer ist auch einer, der wirklich sehr, sehr gerne in Österreich ist, auch gemeinsam mit anderen österreichischen Athleten trainiert, zum Beispiel mit unserem Aushängeschild Valentin Pfeil auch viele Trainings gemeinsam gemacht hat. Das hilft natürlich beiden. Beide leben und trainieren meiste Zeit in Wien. Ja, und der Robert Kipkenboy ist jetzt knapp 2 Stunden unterwegs. Wird angefeuert weiterhin auf dem Weg zu Kilometer 40. Auf der Dinghofer Straße ist er gerade unterwegs in Richtung Norden, in Richtung Donau. Ehe es dann noch zweimal links abbiegen, heißt dann über die Dammetstraße zurück zur Goethestraße und dann geht es erst auf die Landstraße. Also das ist dieses, ja, wenn man so will, diese Schlangenlinie in der Linzer Innenstadt. Den zweiten kann man kaum mehr sehen, auch von der Vogelperspektive jetzt nicht. Ich glaube, er kann sich seines Sieges schon relativ sicher sein. Ja, Stefan Kiplagat, der Zweite, der unterwegs ist. Also ich glaube, da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Spitzenathlet 2 Kilometer vor dem Ziel plötzlich einbricht? Also natürlich, es gibt es immer, aber also es schaut bei ihm wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Und ist ein Athlet, der auch im Marathon bereits kennt, der weiß, wie lang er ist, der weiß, wie man sich das einteilt. Er hat selbst die Initiative ergriffen, wie er sich von seinen Kontrahenten gelöst hat. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, ja. Und eins bewahrheitet sich wieder, die großen Favoriten bei Sophie, so manchen Marathonlauf, sind dann vielleicht doch nicht die Favoriten, sondern eher ein Außenseiter, so wie der Robert Kipkenboy. War eigentlich, ist als letzter Athlet ins Elitefeld gerutscht, weil er sich sozusagen beim Athletenmanager Günther Weidlinger angeboten hat und gesagt hat, ich möchte auch in Linz laufen, weil ich da vielleicht meine persönliche Bestleistung verbessern kann, weil er eben das gesehen hat. Und ja, jetzt läuft er hier ganz alleine. Da muss er jetzt ein bisschen aufpassen, da liegen schon so viele Becher am Boden, dass er da nicht ausrutscht. Das ist eben, weil man diesen Streckenteil zweimal läuft, deswegen. Und man hat es jetzt gesehen, er hat zunächst einen isotonischen Trink wahrscheinlich gereicht bekommen, den hat er gleich entsorgt, hat sich dann eine Wasserflasche geholt. Ja. Das ist auch so, man vertraut da auf maximal Wasser und nichts auf etwas anderes. Also entweder die Getränke, die man selbst quasi in seinen eigenen Flaschen kriegt oder bei den Kenianern wirklich dann reines Wasser, ja? Weil da weiß man, da kann nichts schief gehen. Ich kenne auch viele Kenianer, die wirklich sagen, sie laufen den gesamten Marathon nur mit Wasser. Mhm. Das ist natürlich auch wirklich jetzt ein großer Unterschied zu den Hobbyläufern. Also feste Nahrung zu sich nehmen, tun die Spitzenathleten nicht. Also alles erfolgt flüssig. Oft halt, wie gesagt, Kenianer greifen oft nur auf Wasser zu. Sonst ist halt, dass man irgendwie Elektrolyte auch zufügen will und vielleicht einige Kohlenhydrate, kurzkettige, die der Magen schnell aufnehmen kann. Manchmal sagen sogar ein bisschen quasi im Mund lassen, dass das über die Mundschleimhaut gleich direkt ins Blut kommt, dann wirkt es schneller. Ob man da wirklich dermaßen viel über aufnehmen kann in dieser Phase, weil ich habe im Mund eigentlich lieber offen und brauche um Sauerstoff einzuatmen, ist jetzt die Frage. Aber dass man jetzt mal eine Banane öffnet oder so, das wird es bei den Spitzenathleten nicht geben. Ja, und er jetzt auf der Dammetstraße noch einmal Richtung Süden unterwegs, dann zweimal links abbiegen und dann heißt es eigentlich nur mehr die Landstraße genießen. 40 Kilometer hat Robert Kipkenboy mittlerweile absolviert. 2 Stunden, 3 Minuten und 8 Sekunden ist er unterwegs und er überholt hier eine Unzahl an Hobbyläuferinnen und Läufern, die sich hier im Halbmarathon ins Ziel, ja, ich will nicht sagen quälen, aber in Richtung Ziel bewegen. Wie gesagt, die 40er-Marke haben wir gerade gesehen. Und jetzt hat er noch 2 Kilometer zu laufen. Wenn man jetzt von einem Dreierschnitt pro Kilometer ausgeht. Ein bisschen mehr als 6 Minuten. Sollte sich ausgehen, dass wir unter 2:10 bleiben. Ja. So wie in den letzten Jahren auch.
Oder das schafft er, sagen wir so. Das schafft er. Auf alle Fälle eins ist klar, diese 2,7,33 von Alexander Kutzin aus dem Jahr 2007, die bleiben weiter bestehen. Da werden wir nicht drunter kommen. Es gab neben dieser 2,7,33er Zeit aus dem Jahr 2007 noch einmal eine Zeit unter 2,09. Laban Mutai, ebenfalls ein Kenianer, war da als Sieger ins Ziel gelaufen und zwar mit einer Zeit von 2,08,03. Die wird heute auch nicht erreicht werden, aber ja, vielleicht geht sich ja die drittschnellste Zeit aus, wobei das auch schon eher fraglich ist und die drittschnellste Zeit in Linz stammt aus dem Jahr 2016, aufgestellt von Edwin Koech, in 2,09,06. Die Damen, werfen wir einen Blick darauf, sind auch mittlerweile bei 35 Kilometern vorbeigelaufen. Tekla Kirongo immer noch alleine unterwegs. Sie hat jetzt bereits fast 50 Sekunden Vorsprung auf ihre kenianische Landsfrau Eda Chepkoskei. Und ihre Durchgangszeit 2,03,37, da sind wir noch auf einer Zielzeit von 2,28,22. Also das, die zwei, die überraschen mich wirklich extrem positiv. Also die werden Zeiten ins Ziel laufen, das hätte ich mir nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Die werden ihre persönlichen Bestzeiten ordentlich nach unten drücken. Und vor allem da Marathonrekord bei den Damen in Linz. Der ist auf jeden Fall gefährdet. Also da traue ich mir schon fast sagen, der wird gebrochen heute. Genau, aus dem Jahre 2011 stammt der, aufgestellt von der Kroatin Lisa Kristina Stuplic und 2,30,46. Also das sollte sich tatsächlich ausgehen, dass wir hier einen neuen Rekord bekommen bei den Damen. Aber haben wir so eigentlich gar nicht erwartet, gell? Alles war auf das Männerfeld ausgerichtet. Genau. Ich meine, wir sind noch nicht im Ziel, weder die Männer noch die Frauen, aber es schaut aus, wie es werden meinen neuen Frauenrekord bekommen. Wie ungut ist das eigentlich, wenn du da in Richtung Ziel läufst, voll fokussiert bist und dann natürlich du überholst jetzt diese Halbmarathonläufer, aber wenn dann einer sich sozusagen beweisen will und dann neben dir herläuft und ist das ungut oder? Ich persönlich mag es nicht so gern, allerdings. Also er kann sich relativ sicher sein, recht viel mehr als 100 Meter wird er nicht begleitet werden, okay, weil er das Tempo nicht laufen kann. Ich meine, hier in dieser Phase ist es noch so, dass er Gott sei Dank wirklich genügend Platz hat, dass er bei den Läufern vorbeikommt. Wir kommen dann allerdings auf einen Streckenabschnitt, wo die anderen schon ein bisschen aufpassen müssen auf ihn und bitte rücksichtsvoll ausweichen. Sein Tempo ist doch deutlich höher als das von denen, die er gerade überholt. Genau, der Schlussspurt ist sozusagen schon im Gange. Robert Kipkemboi ist mittlerweile auf die Landstraße eingebogen und das sind dann noch etwa 1,2 Kilometer bis ins Ziel. Also er ist in Richtung Ziellinie unterwegs, 2,7,15 die Zeit, wenn man sagt einen Kilometer. Also es muss weniger sein, weil sonst sind wir auf alle Fälle drüber. Wir sind da schon Landstraße Mitte, wenn man so will. Also 2,9,32, persönliche Bestleistung. Puh, das wird vielleicht eine enge Geschichte werden. Aber unter 2,10 sollte es sich ausgehen für Robert Kipkemboi. Wir sind gespannt. Ja, das wird jetzt wirklich... Das kommt jetzt wirklich auf die letzten quasi 500 Meter drauf an, wie sehr kann er noch beißen, schafft er persönliche Bestzeit oder nicht. Ja. Und ganz wichtig ist natürlich da jetzt auch der Job von Günther Weidlinger im Führungsfahrzeug, der ihm da jetzt sozusagen die Straße freiräumt und sagt, genau, hey liebe Leute, bitte, da kommt der Sieger. Jetzt ist er quasi auf dem bösen Kopfsteinpflaster, der nochmal ein bisschen wehtut. Des Linz-Marathons gleich ins Ziel. Bitte, bitte macht Platz. Wir sind gespannt. Da sehen Sie auch das Auto vorne, dann unser Kameramotorrad und dann eben Robert Kipkemboi, der sich hier jetzt den Weg bahnt durch die Massen des Halbmarathons in Richtung Ziel. Eine Minute noch, dann ist seine persönliche Bestleistung absolviert. Was ist jetzt? Er wird jetzt ein wenig langsamer. Jetzt schaut er deutlich langsamer aus.
Aber gut, das wird jetzt. Jetzt passt es wieder. Ja. Wie gesagt, da jetzt sozusagen die Bresche durch die Hobbyathletinnen und Athleten, die gleichzeitig mit dem Sieger des Marathons ins Ziel kommen. Eigentlich unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Der ist 42 Kilometer gelaufen. Genau. Alle anderen, die da links und rechts jetzt unterwegs sind, laufen gerade einmal 21 Kilometer. Und der ist im Ziel. Und die haben sie auch vorbereitet und haben auch trainiert dafür. Ja, der habe ich nicht vergessen. Ja. Genau. Also das ist schon eine unglaubliche Leistung, die die Spitzenathleten im Marathon da Jahr für Jahr in Linz zeigen. Egal, nicht nur in Linz, bei jedem Marathon. Eine unglaubliche Leistung, wenn man sich vorstellt, 42,195 Kilometer in etwas mehr als 2 Stunden zu laufen. Aber wenn die Zeit jetzt hier stimmt, dann muss man sagen, wird es auch mit der 2:10er Marke ganz, ganz eng. Das geht sich nämlich nicht aus. Es ist jetzt dann die Frage, wann ist er beim Start über die Zeit Name Mathe gelaufen. Ja, das gilt bei den Spitzenathleten nicht. Also da wird die Zeit ausgelöst mit dem Startschuss. Okay. Also da bei den hinteren Athleten sehr wohl, dass dann halt wirklich die Nettozeit genommen wird. Gut, dann haben wir aber auch eine 2:09er Marke dieses Mal verpasst. Da hat er dann jetzt am Schluss doch noch ein wenig Tempo nachlassen. Ja, ich weiß nicht, was diese eine Phase war, wo es wirklich deutlich langsam auf einmal gewirkt hat. 2:10:25 war die offizielle Zeitnahme oben vom Sieger Robert Kenboy. Trotzdem Hut ab vor der Leistung des Kenianers. Herzliche Gratulation an den Sieger. Großartige Leistung von Robert Kipkemboy, der sich hier als Linz-Marathonsieger feiern lassen darf. Und 2:10:25 jetzt einmal inoffiziell zu Buche stehen hat. Was nach wie vor wirklich eine wahnsinnig gute Zeit ist. Wir sind zwar in den letzten Jahren einfach durch diese Flut von unter 2:10 Läufern irgendwie verwöhnt worden, aber man muss trotzdem sagen, 2:10:25 ist einfach eine unglaublich schnelle Zeit. Hier läuft er noch einmal ins Ziel. Unglaublich tolle Leistung von Robert Kipkemboy, der hier als Sieger ins Ziel kommt. Da kommt der Zweite. Hier kommt der Zweitplatzierte. Da hat der Dritte noch den Zweiten überholt. Ja, definitiv. Da ist jetzt Stefan Kiplagat noch überholt worden. Der kommt nämlich hier ins Ziel, als Zweiter ins Ziel gekommen. Elia Kemboy und Stefan Kiplagat als Dritter. Ja, und langsam wird es interessant für den Lehmer. Der muss sich auch bereits auf den letzten Metern befinden. Ja, der müsste eigentlich schon in Richtung also auf der Landstraße. Da hier ist er ja schon sehr unterwegs, gut. Genau. Der kann definitiv Thema. Die Stimmung vom Ziel bereits hören. Offizielle Siegerzeit jetzt einmal halboffiziell 2:10:23 von Robert Kipkemboy. Als Zweiter durchs Ziel gegangen Elia Kemboy mit 2:11:30. Und der Lemmerwerk könnte tatsächlich jetzt sogar Vierter werden. Wahnsinn. Unglaublich. Na, toll. Ich hoffe, das vom Tempo passt noch. Stefan Kiplagat 2:11:45, 2:12:42. Wo sind wir gerade? Wir sind Landstraße bereits in der Höhe vom Schmidttor. Da fehlt nicht mehr viel. Fehlt knapp. Nicht mehr viel. Das sollte sich ausgehen. Wird aber auch ganz, ganz eng. Wird knapp werden, ja. Lemmerwerk Ketema. Schafft er es tatsächlich unter 2:14? Was machbar ist es sein persönlicher Rekord, 2:14:23. Das sollte sich ausgehen. Die letzten 500 Meter jetzt noch. Ah, da hat er doch noch ein Stückchen. Jetzt geht es dann gleich durch das Schmidttor durch. Eine Minute. Oh, das wird vielleicht jetzt auch eine ganz, ganz enge Geschichte für den 32-Jährigen. Auch er hat da scheinbar am Schluss doch noch einiges an Zeit liegen lassen. Also jetzt dieser Teil, der tut wirklich weh, leider auf dem Kopfsteinpflaster. Allerdings
hat man natürlich wirklich, also jetzt weiß man, man ist im Ziel. Ja. Ja. Für die Qualifikation der Europameisterschaft, die 2:17, die, ja, das ist locker erledigt, das kann er abhaken, aber die 2:13er Zeit schafft er nicht. Ja. Jetzt hat er den Durchgang und es geht sich auch meines Erachtens die 2:14:23 nicht aus. Ja. Ganz, ganz knapp. Es hat lange Zeit gut ausgesehen, aber er war halt auch schon die letzten 10 Kilometer auf sich alleine gestellt. Genau. Das ist ein bisschen schwieriger dann wieder. Aber da kommt er als bester Österreicher, läuft er jetzt ins Ziel. Auf jeden Fall. Unter 2:15, eine super Zeit. 2:14:37. Wir werden dann gleich schauen, was sehr, der sehr gut offizielle Zeitnahmecomputer ausspuckt. Also Gratulation an Lehmer. Ich weiß jetzt leider das Limit für Doha, für die Weltmeisterschaft 2019 nicht auswendig. Aber nachdem für die Olympischen Spiele zwar 14 waren, also meistens sind die Limits für die Spiele ein bisschen höher angesetzt. Ich hoffe, er hat es geschafft. Das hoffen wir natürlich auch. Vielleicht die weitere Reihenfolge nach den ersten drei. Lehmer ist jetzt Kriegsvierter? Nein, er ist nicht Vierter. Da sind dann doch noch einige dazwischen reingekommen. Und zwar zwei Stück. Er ist jetzt also Sechster. Lehmerwerk, Ketema, der Raimund Jocke und der Henry Circiar sind nämlich noch vor ihm ins Ziel gekommen mit 2:12:23 und 2:13:21. Und der Lehmerwerk Ketema hat jetzt eine inoffizielle Siegerzeit zu Buche stehen von 2:14:35. Das ist einmal gerade um 12 Sekunden über der persönlichen Bestleistung. Also das ist eine tolle Leistung, die der Lehmerwerk Ketema hier gezeigt hat. Das ist doch immer was Besonderes, seine eigene persönliche Bestleistung. Und auch wenn es im Grunde genommen jetzt egal ist, aber man möchte doch gern seine eigene Leistung immer ein bisschen nach unten versetzen, seine Bestleistung. Das ist doch immer eigentlich ein großes Ziel. Ja. Ja, das ist sich leider ganz, ganz knapp nicht ausgegangen, aber trotzdem Hut ab vor der Leistung. Es hat lange Zeit bis Kilometer 30 gut ausgesehen, dann natürlich sein letzter Pacemaker, der sich verabschiedet hat. Und man muss dazu sagen, die Temperaturen sind mittlerweile bei 20 Grad angelangt und das ist vielleicht dann doch ein ganz klein wenig zu warm. Ja. Aber wir werden es dann sicherlich im Interview hören bei Dennis Bankowski. Er wird uns das sagen, er kann sehr, sehr gut Deutsch mittlerweile. Also ja. Er wird ein sehr gutes Interview geben, da bin ich mir sicher. Genau, der Lehmerwerk Ketema. Ein wirklich Aushängeschild des österreichischen Marathonsports, das kann man so sagen. Und zurzeit wahrscheinlich auch jener Mann, der in Österreich im Marathon das Tempo vorgibt. Ja, also mithalten mit ihm hätte auch Valentin Pfeil können. Der ist jetzt leider heuer auch verletzt, kann keinen Marathon bestreiten, zumindest keinen Frühjahrsmarathon. Aber damit fällt die Nummer 1 eindeutig an Lehmer, ja. Ja, wir sind froh, sind natürlich gespannt, was er dann im Interview zu sagen hat, während wir hier noch einmal Zeitlupenstudien vom Sieger Robert Kipkemboi gesehen haben, der immer noch nicht wirklich fit aussieht, der hier am Boden sitzt, um sich zu erholen. Also der hat wirklich alles gegeben auf den letzten Kilometern nach der Tempoverschärfung, die er forciert hat, wo er das Feld bei Kilometer 32 gesprengt hat und dann eben 10 Kilometer alleine gelaufen ist. Aber ja, trotzdem großartige Leistung, auch wenn er nicht unter 2:10 geblieben ist. Ich finde es sehr schön, da, wie man da gesehen hat, die Geste, dass er ein Konkurrent von ihm geholfen hat, die Schuhe auszuziehen. Also im Ziel ist dann keine Konkurrenz mehr vorhanden, da hilft man sich wieder gegenseitig. Der Konkurrenzgedanken
ist definitiv nur während des Wettkampfs vorhanden und nachher Gott sei Dank wieder ausgelöscht. Ja. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man dann die Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer ins Ziel kommen sieht. Ja. Da ist es dann oft so, dass ich einfach während der Marathondistanz oder der Halbmarathondistanz so Pärchen finden, egal wie, die halt dann plötzlich feststellen, wir laufen dasselbe Tempo und die dann gemeinsam ins Ziel laufen und dann irgendwie... Also mir gefällt es selber dermaßen gut, beim Ziel zu stehen und einfach die Leute sich freuen zu sehen. Ja? Also die strahlen wirklich eine Freude aus, die einfach ansteckend ist. Ja? Und sie ist ehrlich, sie ist absolut ehrlich, diese Freude, die man da spürt. Ja? Und die natürlich auch die ganzen Strapazen des Trainings dann wieder wettmachen. Genau. Das muss man also sagen. Also das ist ja das Gefühl, was man zu dem Zeitpunkt hat, also das macht jede Mühe des Trainings, ist es das wert, ja, macht es wert. Manchmal denke ich mir auch, muss das sein, dass der Wecker jetzt schon läuft, dass ich da in der Früh nochmal gehe. Aber wenn ich dann was erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, dann weiß ich, es war es wert. Sehen wir einen Rettungswagen in der Nähe der schnellsten Dame, allerdings hoffentlich, nein, es ist nicht ein Rettungswagen, den die schnellste Dame braucht. Nein, also wenn man das wirklich, was man da jetzt sieht, der Laufschritt ist nach wie vor sehr, sehr gut. Also die Tekla Kirongo, die 24-jährige Kenianerin, ist immer noch gut unterwegs, auch sie, aber sie hat immer noch einen Pacemaker bei sich, also das ist auch eher ungewöhnlich. Ja, das wird jetzt ein bisschen aufpassen, ein bisschen näher bei ihr bleiben. Nach meinem Geschmack. So, während sie hier abbiegt, wollen wir natürlich hören, was der Lemmerberg Ketema zu seiner tollen Leistung hier beim Linz-Donau-Marathon zu sagen hat. Ja, wir gratulieren recht herzlich dem besten Österreicher Lemmerberg Ketema. Eine Zeit ist es geworden von 2 Stunden, 14 Minuten und 35 Sekunden. Wie gut können Sie mit dieser Zeit leben? Ich denke mal sehr gut. Ja, ich war 2 Monate vorher Trainingslager gewesen, Hochtrainingslager in Kenia. Und mein Training war ganz toll. Und ja, mein Ziel war unter 30, aber bis 38, es war gut gegangen, aber nachdem ein bisschen Gegenwind. Und wegen Gegenwind, ich habe nicht geschafft, aber trotzdem, meine Zeit ist heute sehr gut. Ich bin zufrieden. Können Sie auch, wenn man sagt, im vergangenen Jahr ja auch in Linz gelaufen, da war es eine 2.16er Zeit? Ja, schon. Meine voriges Jahr Zeit war 2.16. Aber ich habe damals ich habe große Schmerzen gehabt. Aber dieses Mal besser geworden, Gott sei Dank. Und ich bin heute 2 Minuten schneller bin gelaufen und ich bin so zufrieden. Die Europameisterschaft in Berlin kann damit auch kommen, weil das Limit, das haben Sie ganz klar heute unterboten. Inwieweit war ja das auch irgendwo ein Ziel? Ja, heute ich bin auch sehr glücklich und ich habe schon auch vor Europameisterschaft die Limit geschafft. Das ist auch sehr gut für mich und sehr wichtig auch. Lassen Sie mal uns ein bisschen mitlaufen in diesen 42 Kilometern. Wie hart war es denn heute? Wie warm war es denn vor allem auch heute? Es war schon, aber die letzten 2 Kilometer auf den Steinen ist es ein bisschen schwer und dann, ich habe schon auch ein paar Sekunden verloren, aber trotzdem ist es okay, nicht so schlecht, ich habe noch Zeit. Und der Lemmer hat heute einen Grund, ein bisschen zu feiern, oder? Ja, sicher, natürlich. Dann wünschen wir alles Gute. Lemmerberg Ketema, tolle Leistung des besten Österreichers heute. Ja, hier läuft er noch einmal ins Ziel, Lemmerberg Ketema. Er hat Grund zum Feiern, das kann man durchaus so sagen. Und er hat alles angesprochen, was du auch gesagt hast, Andrea. Diese letzten Kilometer auf der Landstraße, so schön sie auch sind mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, aber dieses Kopfsteinpflaster. Das tut leider einfach weh. Ja, das tut da einfach ist halt einfach die Muskulatur auch schon so mir zu dem Zeitpunkt. Oh, hier tut es leider jetzt auch weh, was man sieht. Ja. Ja. Ich glaube trotzdem, dass sie eine super Zeit ins Ziel laufen wird, aber das schaut jetzt trotzdem so aus, wie es, wenn sie momentan ein bisschen leidet. Ja, das sieht ganz danach aus. Das Tempo ist eindeutig jetzt zurückgegangen. Ja, sie blickt sich da auch um. Von ihrer Körperhaltung. 2.23, die Edda Jepkoskei. Ja, da denkt man sich manchmal wirklich, wieso muss der Marathon 42 Kilometer seit 40 reichert denn doch auch.
Wenn es gut geht, kein Problem. Aber wenn man halt kurz davor irgendwie auf einmal richtig einen Hammer kriegt, dann denkt man sich, ja. Die wär zwei waren auch schon wurscht gewesen. Ja. Wäre schön, wenn er kürzer wäre. Ach, das schade, schade. Ist er natürlich nicht. Die Edda ist gerade bei Kilometer 35 durchgegangen. 2.0, nein, nicht gerade, ist schon länger her. 2.04.24 hatte sie da gehabt. Also, ja. Sie ist am Weg ins Ziel. Wobei immer noch in Führung die Tekla Kirongo, die da doch schneller ist, die wir aber jetzt noch nicht gesehen haben, aber die werden wir sicherlich noch zu sehen bekommen. Haben die da jetzt dann doch beide jetzt noch den Tempomacher, einen Tempomacher? Das gibt's nicht. Die haben nur einen Tempomacher mitgehabt, also ich nehme an, dass die Tekla sich verabschiedet hat. Die Tekla allein jetzt, okay. Zumindest nach der Zwischenzeit sieht es danach aus, während hier Robert Kipkemboe sich langsam, aber sicher von den Strapazen erholt. Günther Weidlinger ist beim Sieger des Linz-Donau-Marathons. Ja, er holt ihn sozusagen für Denis Pankowski zum Interview. Aber der schaut wirklich gezeichnet aus. Also der Lämmerwerk sieht viel frischer aus. Lämmerwerk sieht frischer aus, das stimmt, ja. Die Athleten erholen sich natürlich auch unterschiedlich. Ja, der schaut wirklich sehr, sehr fertig aus, der Sieger, den wir hier sehr, sehr herzlich gratulieren. Robert Kipkemboe, Robert, congratulations. What happened with your feet? I have an injury, so made me to run slow. But the course was very nice. Last day was very Sunday, very hot last time, around at 5. Until 40, it was very hot. But likewise, I like Linz Marathon, very nice. Yes. But little, it must be starting at Halle as usual. Yes, now today was very Sunday. So, er ist zumindest glücklich. About your time, 2 hours 10 and 23. How satisfied are you with this time? Wie zufrieden ist er mit seiner Siegerzeit? Yes, I was satisfied. But when I was coming, I really think that I will run 2:08. But I see the Smegas give a face very slow. Yes, I just push them to run, but they not reach 25K, the Smegas. They only 25, but they still wanted to 30. As we push them, they drop in 27K. And it was good. You haven't been the favorite. Did you expect this win? Hat er diesen Sieg in irgendeiner Form erwartet? You say? Did you expect that you could win here? Yes, when I was coming, I was in a good shape. I really know that I come and win, because I was in a good shape. Yeah. Dankeschön, congratulations noch einmal. Also Gratulation dem Sieger Robert Kipkemboe. Sehr, sehr leise Stimme. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt kaum etwas verstanden von dem, was der Robert gesagt hat. Aber der Thomas, vielleicht kannst du noch einmal ein bisschen übersetzen, weil er ist wirklich ziemlich fertig und dementsprechend auch sehr, sehr leise. Ja, der Robert ist, wir haben es verstanden, Andrea. Der Robert hat gemeint, er hat sich wirklich gefreut auf diesen Linz-Marathon, war auch fest davon überzeugt, dass er 2:08 laufen kann. Schlussendlich ist es 2:10:23 geworden und er hat gemeint, Linz ist ein gutes Pflaster, eine schnelle Strecke. Aber, das muss man auch dazu sagen, das Wetter war heute dann schlussendlich doch ein wenig zu warm. Ja, er hat es angesprochen, er wäre gerne eine halbe Stunde früher gestartet, damit die Temperaturen nicht so warm werden am Schluss. Ja. Ja, man weiß es nie. Ja. Also man kann das Wetter ja schlecht ein Jahr im Vorfeld, wenn man den Termin fixiert, voraussagen. Es hätte genauso gut auch deutlich kühler sein können heute. So ist es. Also wir nehmen es, wie es ist. Robert Kipkemboe auf alle Fälle gut unterwegs. 2:10:23 seine Siegerzeit und er war oder ist gezeichnet gewesen. Er hat sich nicht als Favoriten gesehen, aber er hat gewusst, er kann schnell laufen. Und hier ist die schnellste Dame unterwegs. Das ist die Edda Czepkoskaja, die hier
auf dem Weg in Richtung Ziel ist. Da müssen wir langsam jetzt einmal herausfinden, was mit der Thekla passiert ist. Genau, die nämlich bei Kilometer 35 noch in Führung lag. Eine ganz interessante Konstellation. Auf jeden Fall schaut es trotzdem leider so aus, als wären wir auch bei den Frauen keinen neuen Streckenrekord bekommen. 2:28:51, das wird sich nicht mehr ausgehen. 2:30:46, ja, das ist noch 1,5 Minuten, hätte sie noch Zeit. Aber da ist doch noch einiges zu absolvieren für die Edda Jepkosgei. Ich meine, ihre persönliche Beste wird sie definitiv trotzdem deutlich unterbieten. Also auf jeden Fall ein Erfolg für sie. 2:37:46. Ja. Und da sieht man ja auch hier die Erschütterungen am Oberschenkel. Ja. Dieses Pflaster. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da wirklich jeder Schritt in Wahrheit jetzt nur mehr höllisch schmerzt. Und je müder man wird, desto mehr tut das leider weh. Ja, ganz klar. Sie auf alle Fälle in Richtung Ziel unterwegs. Der Tempomacher hat sie jetzt auch sozusagen noch verabschiedet, der wirklich über 41 Kilometer mit ihr unterwegs war. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr schön, wenn er sie so lange begleiten kann. Jetzt allerdings quasi der letzte Kilometer, der gehört nur ihr. Da will er ja auch die Show nicht stehlen. Das ist ihr Sieg. Den darf sie ganz alleine feiern und genießen. Ja. Zwei Kenianerinnen sind angetreten, um hier ins Ziel zu kommen. Eine schafft es auf alle Fälle. Und das noch mit einer persönlichen Bestleistung. Also Hut ab auch vor dieser jungen 24-jährigen Kenianerin, die jetzt die letzten Meter absolviert. Da habe ich, wenn ich da in Linz gelaufen bin, immer quasi den Vorteil gehabt, dass ich natürlich die Landstraßen sehr, sehr gut kenne oder gekannt habe und genau gewusst habe, wo bin ich jetzt, wie weit habe ich noch, wie weit ist es noch bis ins Ziel. Ja, sie das hat weiß jetzt die Edda ein bisschen weniger gut wie ich, aber sie kann trotzdem einfach die Stimmung natürlich genießen jetzt. Sie hört den den Zielsprecher. Ja, aber die ist auch wirklich am Ende ihrer Kräfte, das muss man ganz ohne Zweifel so sagen, Edda Jepkosgei, die hier in Richtung Ziel läuft. 2:31. Wahnsinnszeit für sie, muss man wirklich sagen. Also mehr als 6 Minuten ihre persönliche Bestzeit verbessert. Das ist unglaublich viel für einen Marathon in dem Leistungsbereich. Eine ganz, ganz starke Leistung von der 24-jährigen Kenianerin. Auch toller Kenianerin. Kampfgeist gezeigt am Schluss, wie man gemerkt hat, es wird hart. Die ihre Freundin und Trainingskollegin Thekla Kirongo, die lange Zeit vor ihr gelaufen ist, am Schluss noch abgehängt hat. Die Frage ist jetzt, kommt die Thekla noch ins Ziel oder musste sie nach Kilometer 35 dann doch die Segel streichen? Edda Jepkosgei auf alle Fälle. Eine ganz starke Leistung, die sie hier geboten hat mit dieser Siegerzeit von 2:31. Und ich bin überzeugt davon, sie hätte noch schneller können, weil wenn man bedenkt, sie ist in 1:13 den Halbmarathon durchgegangen. Ein bisschen in der ersten Halbzeit zurücknehmen, wäre mit Sicherheit noch eine bessere Zeit herausgekommen. Aber ich meine, wenn man sich um 6 Minuten verbessert und einen Sieg nach Hause läuft, dann hat man, glaube ich, trotzdem nicht recht viel falsch gemacht. 2:31:11, eine unglaubliche Zeit. Wenn ich da jetzt auf die Zielzeiten beim Herrenmarathon sehe, dann sehe ich einen weiteren Österreicher im Ziel, und zwar Peter Jinkai. Als Neunter ist er durchgegangen mit 2:27:17 von der Laufgemeinschaft Kirchdorf. War auch sehr, sehr gut. Da kommt jetzt auch die Thekla in Zielnähe. Thekla Kirongo. Bei Kilometer 35 hat sie noch 1 Minute Vorsprung gehabt auf ihre Trainingspartnerin und jetzige Siegerin, auf die Edda Jepkosgei. Und innerhalb von wenigen Kilometern dreht sich die Welt und man ist plötzlich nur mehr Zweiter und hat 1 Minute Rückstand.
Aber man sieht, ja, die ist komplett am Ende. Jutta Weidlinger da gleich auf dem Weg zu ihr. Die hat alles gegeben, um das Ziel noch zu erreichen. Das muss man so sagen, Tekla Kirongo. Wie schnell ist, kommt man da wieder auf die Beine, wenn also man so ausgepowert ist? Ja. Also meistens geht es trotzdem relativ schnell, wenn sich der Puls wieder beruhigt hat. Also ist natürlich trotzdem auch abhängig, was ist jetzt der wirkliche Grund der kompletten Erschöpfung. Steckt da noch was anderes dahinter oder hat man sich einfach so stark angestrengt? Aber sie steht schon wieder. Sie deutet auf die Oberschenkel. Ich glaube, sie hat einfach mit Krämpfen zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, wenn man dann mal was zum Trinken kriegt und einmal sitzen darf und entspannen darf. Meistens geht es wirklich relativ schnell. Wie oft kommen Krämpfe beim Marathon bei dir? Gibt es die überhaupt? Ich habe das Glück gehabt, ich habe in meinem Leben noch nie einen Krampf während eines Wettkampfs gehabt. Wenn man einen kriegt, man hat keine Chance. Ja. Wenn der Muskel krampft, man kann eigentlich während des Laufens kaum was jetzt dagegen unternehmen. Ich unterbreche dich kurz, werfe meinen Blick auf das Ergebnis bei den Herren. Der Sieger heißt also Robert Kiplimo Kipkemboi. 2:10:23 seine Siegerzeit bei der 17. Auflage des Oberbank Linz Donaumarathons. Auf Platz 2 Elia Kemboi mit 2:11:29, dann auf 3 Steffen Kiplagat mit 2:11:44 und das Erfreuliche als Sechster ins Ziel gelaufen Lemmerwerk Ketema, der Österreicher, 2:14:34 seine Zeit. Da kann man nur den Hut ziehen. Ganz, ganz knapp hat er seine persönliche Bestleistung verpasst. Und aber das EM-Ticket hat er sich locker erlaufen. Ganz locker. Das ist auch so, es ist auch insgesamt sehr gut fürs Team, weil es wird bei der Europameisterschaft auch eine Teamwertung geben, wo 4 Österreicher starten können und da zählt die Durchschnittszeit auch, die sie erreichen müssen. Und wenn der Lehmer schon einmal so deutlich unter dem Limit ist, dann ist das, natürlich ausgezeichnet. Während wir hier eine wunderschöne Aufnahme des Linzer Hauptplatzes, des Zielgeländes sehen, schauen wir wieder einmal zu Wolfgang Hüttner, der im Feld der Halbmarathonläuferinnen und Läufer unterwegs ist. Es ist schon gewaltig, was hier los ist. Wir sind auf der Mozartkreuzung. Die Läuferinnen und Läufer sind unterwegs in Richtung Hauptplatz, Richtung Ziel. Und viele, viele tausend Schlachtbummler sind unterwegs. Die einen kommen zu Fuß, die anderen mit dem Auto. Hier kommt es aus Ottensheim und aus Walding mit dem Bike. Faszination Marathon. Also perfekt. Ich bin ja früher selber immer mitgelaufen. Heute habe ich mir das einmal am Bike gegeben. Ich muss sagen, es war ungemein leichter mit Bike, als wir selber laufen. Die beiden aus Ottensheim und Walding sind auch durchtrainiert vom Scheitel bis zur Sohle. Was macht die Faszination Marathon aus? Ja, wenn man schon selber nicht starten kann wegen muskulärer Probleme, dann ist man natürlich vor Ort und feuert die Freunde an. Aber es ist schon großartig, was die Athletinnen und Athleten leisten. Ist klar. Vom Feinsten, ja. Richtig. Man muss sich da längere Zeit darauf vorbereiten und man muss das Ganze erschätzen, was die Leistungen sind. Man kann das eigene Wort fast nicht verstehen. Dafür verantwortlich sind aus Dürnbach die Krawallos. Und die Krawallos feiern heuer Jubiläum. Ja, wir sind heuer das 10. Jahr dabei beim Linzer Marathon. Das ist jedes Jahr wieder ein tolles Ereignis. Und die Stimmung da ist einfach sensationell. Und die Begeisterung ist auch heuer wieder unbeschreiblich. Ja, heuer hilft uns das Wetter natürlich auch noch ein bisschen dazu. So viele Leute wie heuer waren schon seit Jahren nicht mehr. Das ist ein ganz tolles Lauferlebnis. Und die Krawallos aus Dürnbach geben jetzt wieder mächtig Gas. Wir sind bereits beim großen Finale. So spielt es sich ab beim 17. Oberbank Linz-Donau-Marathon. Und damit wieder zurück zu euch, Andrea und Thomas. Danke, Wolfgang. Da tut sich etwas an der Strecke und das ist auch gut so, denn die vielen Hobbyläuferinnen und Läufer, die immer noch unterwegs sind, die brauchen das natürlich auch, die wollen natürlich auch angefeuert werden und wir haben es ja schon gehört von den einen oder anderen Teilnehmern, 4,5 Stunden Zielzeit, also die sind da doch noch 2 Stunden unterwegs, also die haben noch einiges vor sich, während hier eine
Athletin weggetragen wird. Ist das die Eda Jepkosgei, die sich da jetzt... Ich glaube, dass es eher die Thekla ist. Die Thekla Kirongo, ja. Die ja ohnehin gekämpft hat, bis sich bis ins Ziel durchgekämpft hat, wenn man so will. Hoffentlich aber ist sie ist sehr selbstständig wie nach dem Ziel aufgestanden. Also ich glaube trotzdem, dass es jetzt nichts Schlimmeres sein wird. Hoffe ich zumindest stark, ja. Aber die beiden Kenianerinnen, die haben wirklich die haben eine Top-Leistung gezeigt, ja, gefightet und haben wirklich eine tolle Leistung gezeigt. Wobei, wir haben kurz vorhin drüber gesprochen, vielleicht sind sie es auch ein wenig zu schnell angegangen. Ja. Die haben also jetzt, wenn man es im Nachhinein sieht, mit 1:13:30, was sie angegangen sind, das hätte einer 2:27:0 entsprochen als Zielzeit. Jetzt hat doch die erste, die Siegerin, schon mehr als 4 Minuten Rückstand. Das heißt, die 4 Minuten hat es aber nur in der zweiten Hälfte verloren. Da muss man doch sagen, hätte sie bei der ersten Hälfte zumindest eineinhalb Minuten langsamer begonnen, wäre sie relativ sicher mit einer schnelleren Zielzeit ins Ziel gekommen. Ja. Aber da kann man dann wahrscheinlich sagen, das ist die Unerfahrenheit. 24 Jahre jung, beide haben noch nicht wirklich viele Marathons in den Beinen. Ja, ich glaube, dass es bei ihr wird wahrscheinlich so der Fall sein, dass beim nächsten oder beim übernächsten Marathon dann noch einmal 2 Minuten die Bestzeit noch mal fallen wird und sie sich verbessern wird. Ich meine, wie gesagt, also die Zeit ist ja sowieso eine wahnsinnig gute Zeit für sie, so, also grundsätzlich und für sie persönlich noch mehr, weil sie sich ja um mehr als 6 Minuten gesteigert hat. Also da ist alles natürlich hätte, wahre Wani, aber es ist so, es ist ganz schlicht und ergreifend so. Marathonsport ist jetzt ein Sport, wo man auch von der Erfahrung zehrt und lebt. Ja. Also man geht jetzt nicht hin und läuft beim ersten Marathon gleich seine Bestzeit. Also ich habe bislang noch keinen Athleten gefunden, wo ich das zu Buche stehen hätte. Also das ja, du hast eine, die neben dir sitzt. Erster Marathon war die Bestzeit, die nach wie vor steht, ja. Du bist einfach erfahren. So. Ich höre gerade, wir haben das nächste Interview bei Dennis Pankowski. Ja, und das ist Harald Fritz, der Trainer, Manager und irgendwie auch Papa vom heute bestplatzierten Österreicher vom Lemmerwerk Getema. Wir haben eine Zeit zu Buche stehen von 2 Stunden, 14 Minuten und 35. Das ist um 2 Minuten schneller als im vergangenen Jahr. Wie glücklich und zufrieden ist denn der Trainer mit dieser Performance? An und für sich sehr, weil der Lehmer ja sehr lange jetzt verletzt war. Das war sein Comeback-Jahr. Wir haben alles, was wir noch zusammenkratzen konnten, an Geld investiert, damit er jetzt wirklich gut trainieren konnte. Er war jetzt 3 Monate in Kenia. Die Verletzung ist ausgeheilt und das war sein erstes Rennen, wo wir gesehen haben, es geht wieder. Und jetzt wissen wir, von dort an geht es bergauf. Wir wissen, der Lehm hat noch ein höheres Potenzial. Wir wollten eigentlich eine Zeit unter 2:13 anlaufen. Am Schluss war ein bisschen ein Gegenwind, aber trotzdem sehr zufrieden. Es war gut. Hat der Lehmer auch gesagt bei uns im Interview, also diese 2:13 hätte er eigentlich angepeilt. Wenn man es positiv sehen will, sozusagen das Minimalziel, diese 2:17 EM-Limit Berlin, das hat man mal ganz klar sozusagen fast pulverisiert. Das kann man jedenfalls sagen, das war auch unser Ziel. Wir hoffen auch in Berlin dann, wenn man vielleicht eine Gruppe hat, an der er sich dranhängen kann, dann die 2:12 oder so sogar schneller vielleicht dann knacken zu können. Ist ein bisschen ein Zeichen, wie das Wetter sein wird oder so. Aber alleine ist immer schwieriger, als wenn man dann eine Gruppe hat und die Europameisterschaften sind ja stark besetzt. Also hoffen wir, dass dort alles gut gehen wird. Alte Marathon-Weisheit, das Schönste an einer Europameisterschaft ist, dass es keine Kenianer und Afrikaner gibt. Was ist am Lehmer dazu zu trauen? Naja, so stimmt es ja nicht ganz, weil ja doch viele eingebürgerte Kenianer gerade in der Türkei zu Hause sind. Aber wir schauen einmal, Europameisterschaften sind sehr oft sehr taktisch geprägt. Man hat es ja bei den Olympischen Spielen gesehen. Die Pace der ersten Hälfte war sehr langsam, weil man hier auf Platzierung läuft und nicht auf Zeit. Das heißt, wenn die Europameisterschaft ein taktisches Rennen werden sollte, dann kann der Lehmer sehr lange, glaube ich, in der Spitzengruppe bleiben. Und dann wird man sehen. Es kommt auf die Tagesverfassung an. Man hat es heute gesehen. Eine Siegerzeit über 2:10 hätte man sich hier auch nicht gedacht. Und in der Relation zur gedachten Zeit ist die 2:14 ja doppelt stark eigentlich heute. Dankeschön, Harald Fritz. Und alles Gute gleich vorweg einmal für die Europameisterschaft in Berlin, auch wenn noch etwas Zeit ist. Ich gebe wieder zurück zu Andrea und zum Tom. Ja, auch interessant, was der Betreuer von Lemmerwerk Getema gesagt hat. Er ist einfach zurzeit Österreichs Aushängeschild. Und das ist auch gut so. Noch einmal vielleicht lassen wir uns die Zeit auf der Zunge zergehen. 2:14:35, Platz 6
für den 32-jährigen gebürtigen Äthiopier, der seit 2015 für Österreich an den Start geht. Jetzt wissen wir noch gar nicht, was der Lehmer jetzt heuer noch vorhat oder ob er sich jetzt gleich direkt dann quasi Richtung Europameisterschaft vorbereitet oder ob er zum Beispiel trotzdem seinen Lieblingsbewerber, den Wings for Life Run. Also ich gehe mal davon aus, dass er das machen wird. Ja. Habe ihn natürlich nicht gefragt, aber wie du sagst, das ist einer seiner Lieblingsbewerber und nachdem er da jedes Jahr gut unterwegs ist, wird er vielleicht daran teilnehmen. Ja. Wir werden es sehen, spätestens wenn der Wings for Life Run dann über die Bühne gehen wird. So, und ja, wir, glaube ich, geben langsam aber sicher dann in den Zielbereich zu Denis Pankowski, der mit einer hoffentlich spannenden Analyse mit Günther Weidlinger dann sie weiter durchs Programm führt. Andrea, mir hat Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Für mich war es natürlich eine völlig neue Erfahrung, aber eine Bereicherung auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist sehr, sehr kurzweilig gewesen. Ich bin ganz erstaunt, wie schnell so ein Marathon auch als Zuschauer vorbeigehen kann. Genau. Und wenn du deine Karriere irgendwann einmal tatsächlich beenden solltest, dann bist du natürlich jederzeit gerne wieder an meiner Seite gesehen. Dankeschön. Nächstes Jahr gibt es ja die nächste Auflage des Linz-Donau-Marathons. Und jetzt, ja, und was ich hoffe, als letzten Satz von mir, dass alle, die das jetzt angeschaut haben, die noch nie die Laufschuhe geschnürt haben, jetzt Lust gekriegt haben, wenn sie an die Strecke begeben und dass sie das einmal anfangen, einmal ein paar Kilometer zu laufen und vielleicht irgendwann einmal dann auch beim Linz-Marathon am Start stehen werden. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Danke, Andrea, und ich sage danke fürs Dabeisein. Weiter geht's bei Denis Pankowski im Zielraum. Ja, der Streckenrekord, der ist heute ausgeblieben. Der angepeilte, die ist eine 11 Jahre alte Rekordmarke von 2 Stunden, 7 Minuten und 33. Aber wir haben doch einen Weltrekord hier beim 17. Linz-Donau-Marathon aufgestellt von einem Mann hier in der Tracht, in der Kluft. Thomas Fleischandl, Mühlviertler, Oberösterreicher aus Bad Leonfelden. Nämlich der Halbmarathon-Weltrekord gelaufen in der Lederhose. Ja, sowas gibt es auch. Das sind auch die Geschichten, die ein Marathon schreiben kann. Wie geht es Ihnen nach diesem Weltrekord? Also ehrlich gesagt, ich habe mir es ein bisschen leichter vorgestellt. Ich habe mich dann schon halbwegs hergenommen. Gleich nach Kilometer 10 war die Woche ein bisschen angeschlagen. Aber meine zwei Begleiter, Pacemaker und ja, Zeugen für Foto und Video während der Strecke, haben mich da echt ins Ziel gepeitscht. Und die ganze Kulisse da, sensationell. Ich glaube, ich habe 417 Mal Lederhosenmann gehört. Muss man ja alles dokumentieren, auch fürs Guinness Buch der Rekorde. Genau, also du musst erst einmal die Anforderungen erfüllen und zweitens dann musst du wirklich schauen, dass du deine Zeugen hast, dass du jeden Kilometer deine Fotos hast, dass du ein Video hast. Ja. Also da geht es dann schon wirklich ums Dokumentieren. Wie viel Gewicht hat so eine Lederhose? Also jetzt habe ich es angeschwitzt. Ich glaube, vorher hat es, schätze ich mal, 2,5-3 Kilo gehabt. Jetzt hat es sicher 5. Also ein Weltrekord beim 17. Oberbank-Linz-Donau-Marathon. Und da sind wir auch schon beim sportlichen Resümee mit Günther Weidlinger, mit jenem Mann, der für das Elitefeld zuständig ist. Günther, man hatte gesagt, ein Marathonrekord muss passieren. 2,7,33. Heute klar verfehlt, muss man ehrlich sagen. 2,10,23 steht zu Buche. Wie schaut Ihr Resümee aus? Ja, natürlich nicht ganz so positiv. Ich hätte mir schon eine deutliche Unterbietung der 2,10er-Marke gewünscht und eigentlich auch angepeilt. Am Anfang ist das Rennen ganz gut losgestartet und dann haben wir leider einen gewaltigen Einbruch gehabt. Die Temperaturen waren einfach zu warm. Also man hat schon gesehen, nach ein paar Kilometern haben die Kenianer schon furchtbar zu schwitzen angefangen, was nicht normal ist. Und ja, es war heute nicht unser Rennen. Über einen müssen wir natürlich noch sprechen, Geoffrey Mutter, der war für unseren Geschmack natürlich viel zu schnell im Ziel. Da dürfte irgendwas an Verwirrung passiert sein. Können Sie uns da in irgendeiner Form aufklären? Ja, er ist leider erstens mal viel zu früh von der Spitzengruppe abgerissen. Sein Manager war bei mir im Auto und hat gesagt, er weiß nicht, was los ist, warum der jetzt schon abreißt. Er hat eigentlich gesagt, er ist gut drauf. Und dann ist er leider fehlgeleitet worden bei der Abbiegung auf die Promenade. Und ist dann ins Ziel gelaufen und hat aber dann auch keine Motivation mehr gehabt, dass er nochmal umdreht und auf die Strecke geht.
Man wird analysieren müssen, was passiert ist, wie das passieren konnte. Ist natürlich nicht gut für die Veranstaltung, aber solche Dinge passieren halt einfach einmal. Aber eines kann man sagen, mit der Entscheidung hätte der Geoffrey heute ohnehin nichts mehr zu tun gehabt. Das ist richtig, mit der Entscheidung hätte er nichts zu tun gehabt. Man tut es natürlich sportlich leid für ihn, dass er jetzt nicht einen Marathon, sondern einen Halbmarathon gefinisht hat, wo man aber nicht, leider nicht in die Wertung nehmen können, weil er natürlich nicht im Halbmarathonfeld war. Und ja, ich meine, Robert Kipkemboy hat ein super Rennen gezeigt auf den letzten 5-6 Kilometern, hat sich ins Ziel gekämpft bei den Temperaturen und dem Wind und ja, hat das Beste aus der ganzen Sache gemacht und wir sind sehr, sehr stolz drauf. Auch die Eda Czepkoske hat ein gutes Rennen geliefert, knapp an ihrer Bestleistung, deutlich unter ihrer Bestleistung gewesen und ja, von dem her muss man ein positives Resümee ziehen. Aus österreichischer Sicht Platz 6 für Lemawork Ketema. Sein Trainer ist hochzufrieden, hat er gesagt, auch wenn er diese angepeilten 2.13 nicht geschafft hat, aber haben wir das EM-Limit klar unterboten von 2.17. Wie deuten Sie seine Leistung heute? Ja, seine Leistung ist grandios. Also wie ich schon vorher gesagt habe, die Bedingungen waren, obwohl es so aussieht, nicht optimal. Und dass er da so eine Leistung bringt, dass er 2.14.35, glaube ich, läuft, ist natürlich ein Wahnsinn. Also ich glaube, mit 2.13 wäre es eine Überdrüberleistung gewesen von allem, die 2.14 waren, das, was rauszuholen war. Und wir sind stolz auf ihn und wir freuen uns sehr, dass er bei uns in Linz im Start war. Dankeschön, Günther Weidlinger. Schlussresümee, Linz-Marathon 2018 in einem Satz. Ja, der Linz-Marathon war wieder ein Lauffest hier in der Stadt, hier in Linz. Wir haben 20.000 Anmeldungen, mehr als 20.000 Anmeldungen gehabt für Marathon. Und ich glaube, die meisten kommen auch mit einem lachenden Gesicht ins Ziel. Das glaube ich auch. Also das würde ich auch so unterschreiben. Also zum zweiten Mal in der 16-jährigen Geschichte des Oberbank Linz-Donau-Marathons hat man diese 20.000 Läuferinnen und Läufer Schallmauer knacken können. Das ist das Positive. Der Rekord, der jagt nach diesem 11 Jahre alten Streckenrekord mittlerweile von Alexander Kuzin, aufgestellt 2007. Die geht also weiter in Linz, in der oberösterreichischen Landeshauptstadt, nämlich im nächsten Jahr 2019. Und da hoffe ich, da sehen wir uns wieder. Für heute sage ich Dankeschön fürs Mitfiebern, Dankeschön fürs Daumenhalten. Damen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Der 17. Oberbank